Hallo und herzlich willkommen bei Herrlich Ehrlich. Ich bin heute aufgeregt und freue mich riesig, dass wir ein ganz, ganz spannendes Thema am Start haben. Mein Name ist Dana Herrlich. Ich bin Inhaberin von Herrlich Sports und darf seit über 10 Jahren mit meinem sehr tollen Team Menschen im Bereich der Bewegung zu mehr Lebensqualität inspirieren. Heute habe ich an meiner Seite den Herrn Dr. Hoch aus Kamenz. Ich habe die Ehre, ihn vorzustellen und habe mir ein Spickkärtchen aufgeschrieben, damit ich nicht den Faden verliere und auch alles richtig sage. Ich habe vorher schon darum gebeten, wenn ich Dinge vergesse, soll er es hinten dran hängen. Herr Dr. Thomas Hoch kommt aus der Zahnmedizin, hat sein Zahnmedizinisches Kompetenzzentrum Haus Hoch in Kamenz seit 2016. Er ist Spezialist für Implantologie und Umweltzahnmedizin, Leiter der Studiengruppe Implantologie in Sachsen. Seine Praxis ist Kooperationspraxis der Medizinischen Fakultät der TU Dresden und er ist Autor von medizinischen und wissenschaftlichen Fachvorträgen. Ich selbst fühle mich etwas eingeschüchtert an der Stelle. Herzlich willkommen bei uns und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Danke, gerne. Guten Tag. Hallo. Unser Thema heute ist das Thema Vitamin D3. Wie sind wir dazu gekommen oder wie bin ich dazu gekommen, einen Zahnmediziner anzusprechen, mit mir über Vitamin D3 zu sprechen? Das kam aus der Eigenerfahrung, der persönlichen, gesundheitlichen und aus der Arbeit unten bei uns im Studio. Durch meine eigene Zahnärztin wurde ich angeregt, durch einen operativen Eingriff den Vitamin D-Spiegel noch zu kontrollieren, damit die Heilprozesse besser funktionieren. Und da war ich einfach sehr aufgerüttelt, oha, das ist aber eine interessante Herangehensweise. Und habe mich damit etwas genauer beschäftigt, habe mir viel erklären lassen dazu und musste feststellen, was für ein maßgebliches Thema das ist, wenn wir in unseren komplexen Körper schauen und wirklich gucken wollen, was können wir tun, in Eigeninitiative und Eigenverantwortung, etwas für unsere Gesundheit zu tun. Ich hatte dadurch wahnsinnig positive Erlebnisse, was das Thema Implantateinsetzung, Einheilprozess betrifft, dass ich zugeben muss, dass ich eigentlich null Befindlichkeiten hatte. Also sofort nach dem Eingriff. Also ganz großartig und ich denke wirklich, dass ein maßgeblicher Prozess diese tolle Beratung war und auch einfach meine Eigenverantwortung, diesen Hinweisen nachzugehen. Und da möchte ich jetzt gleich mal stoppen, weil meine Zahnärztin hat mir den Herrn Dr. Hoch empfohlen, um ihn hier an Bord zu holen für das Interview. Wie sind Sie dazu gekommen, mehr Augenmerk auf das Thema Vitamin D3 zu legen, wo ich ein bisschen denke, dass vielleicht die Schulmedizin gar nicht so genau den Fokus darauf hat? Richtig, danke erstmal für die Frage. Ja, das Thema Vitamin D3 ist für mich seit etwa 10 Jahren ein Thema, auch durch ein Eigenerlebnis bin ich dazu gekommen. Ich hatte auch die Situation wie Sie, dass ein Zahn raus musste und durch ein Implantat ersetzt werden sollte. Und ich bin dazu, weil ich eine Titanunverträglichkeit habe, gegen die typischen Titanimplantate, dann in eine Spezialklinik damals in die Schweiz gefahren und mich dort operieren lassen. Und dort war es Standard, dass man zu der Operation eine Hochdosis Vitamin D bekommt, infundiert bekommt und auch noch andere Vitamine in solchen Größenordnungen und Mengen, dass es mir, als ich es las, etwas schauderte oder etwas erkühlte, aber im Nachhinein merkte ich an meinem eigenen Wohlbefinden, was diese Hochdosistherapien mit Vitamin D und mit anderen Vitaminen in mir auslösten, Positives, und habe mich daraufhin dann damit angefangen zu beschäftigen und habe da auch gelernt, dass Implantate zum Einheilen einen guten Vitamin D-Spiegel brauchen, einen hohen Vitamin D-Spiegel, und habe auch lernen müssen, dass ein Großteil der Bevölkerung einen extrem niedrigen Vitamin D-Spiegel hat. Und das war für uns der Anlass, für mich der Anlass in der Praxis, das auch vor 5, 6 Jahren etwa dann aufzunehmen. Und inzwischen ist es eine Standardtherapie, dass jeder Patient bei uns das Vitamin D getestet bekommt. Dadurch sehen wir, wie die Blutspiegel der Bevölkerung sind. Wir haben viele hunderte Patienten schon getestet. Das ist durch die Bank weg. Das sind das Werte, die sind gesundheitlich nicht akzeptabel. Mhm. Und seitdem wir das tun, haben wir viele Erfahrungen an uns selber sammeln können, als auch bei den Patienten, die uns berichten, was sie für positive Erlebnisse oder Erfahrungen mit der Einnahme mit dem Vitamin D erreicht haben, sei es im sportlichen Bereich, sei es auf Arbeit, sei es im Privatleben, im Sinne
des besseren Schlafens, des besseren Wohlbefindens, sei es, dass Depressionen oder psychische Unzulänglichkeiten besser wurden oder dass körperliche Befindlichkeiten plötzlich verschwanden, als hätte jemand einen kleinen Zauberknopf gedreht. Und ja, das vielleicht auch mal so als Einstimmung, wie ich dazu gekommen bin. Sehr schön, sehr interessant. Und was ich gerade ganz toll finde, dass selbst Sie als Mediziner durch Eigenerfahrungen auch die Dinge noch mal kurz hinterfragt haben, aha, oder vielleicht sogar komplettiert haben, die Sie im Studium gelernt haben, wo Sie sagen, Mensch, hier ist noch ein Stück Zahnrad, na, was es noch wertiger macht. Also davon sind wir sozusagen alle nicht frei, immer und weiter dazu zu lernen. Da wollte ich gleich noch mit einbinden. Also im Studium habe ich zum Vitamin D, genauso wie alle anderen Mediziner und Zahnmediziner, ich glaube mich zu erinnern, das Thema war 20 Minuten oder eine Viertelstunde, also es wurde erwähnt. Man hört da, dass das ein Hormon ist und ein Vitamin und dass es für den Knochen irgendeine Bedeutung hat. Das haben viele auch sicher schon mal gehört, dass Vitamin D irgendwas mit Rachitis-Vermeidung, das ist die Krankheit, die Kinder bekommen können, wenn die Knochen schief sind oder die Kiefer schief wachsen. Das ist also eine Entwicklungsstörung, die zurückgeführt wird auf den Mangel an diesem Sonnenhormon Vitamin D. Das hat jetzt schon so ein bisschen Ansatz gebracht. Wofür ist Vitamin D3 überhaupt zuständig im Körper? Man bezeichnet das Vitamin D ja als Vitamin, obwohl es eigentlich ein fachlicher Fehler ist. Das kommt aus der Historie, als vor etwa 100 Jahren oder ein bisschen mehr damals Stoffe extrahiert wurden, wo man sagt, wenn das der Mensch einnimmt, geht es ihm besser, oder wenn er das bekommt, geht es ihm besser. Und da hat man angefangen, das als Vitamin zu bezeichnen, aus dem Lateinischen, dass es für das Leben etwas bringt, Vita, das Leben. Mhm. Und da fing man einfach im Alphabet an, Vitamin A war das erste, was man damals entdeckt hatte. Dann kam ein Vitamin, das nannte man eben B-Vitamin, das C-Vitamin kennen wir ja auch alle, wurde dann entdeckt. Und dann war historisch das nächste, was dann entdeckt wurde, war dieses, wir sagen heute Vitamin D dazu, dieses Hormon. Und man hat es dann einfach der Logistik halber Vitamin D genannt. Und erst viele Jahre später, glaube ich in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, wurde dann dieses Vitamin D auch extrahiert, chemisch und dargestellt. Und es wurde dann festgestellt, dass es eigentlich ein körpereigenes Hormon ist. Und ein Hormon ist was ganz anderes als ein Vitamin. Vitamine kennen alle. Vitamin C ist eigentlich das bekannteste. Und da steckt bei jedem im Kopf drin, Vitamine muss man zu sich nehmen. Jemand, der sich gesund ernährt, der achtet auf seine Vitaminzufuhr und bekommt da auch normalerweise genügend Vitamine. Und ungesunde Ernährung ist vitaminarm. Und damit ist für alle oder für die meisten klar, aha, Vitamin D ist also etwas, was man mit der Nahrung zuführen muss. Und wenn ich mich gesund ernähre, bin ich da mit Sicherheit auch gut versorgt. Das ist der erste Trugschluss. Wollen wir uns ja genau das mal in Frage stellen. Ja. Wie viel Prozent macht denn unsere Ernährung aus, so circa, um Vitamin D aufzunehmen? Ja. Ist das so ein großer Teil? Das ist eher der kleinere Teil. Mhm. Wir sind also als Menschen in der Evolutionsentwicklung, in der Evolutionsbiologie, als Lebewesen immer draußen gewesen. Auch alle anderen Lebewesen. Es gibt keine Lebewesen oder fast keines, was sich komplett im Dunkeln aufhält. Und wir sind also seit vielen, vielen Jahrtausenden gewöhnt, dass die Sonne uns bescheint. Und in der Vergangenheit war es auch nicht so, dass man einen Sonnenhut auf hatten oder langärmliche Kleidung, das hat man nur getragen, wenn es kalt war. Und so ist es, dass wir gewöhnt sind, dass die Sonne auf uns scheint. Die Sonne produziert das Vitamin D in unserer Haut, sie muss aber auf die Haut scheinen und sie muss auch eine entsprechende Kraft haben. Das geht also nicht bei der jetzigen Wintersonne, die da so ein bisschen schräg auch mittags auf uns scheint, sondern die Sonne muss im Zenit stehen, das ist die erste Regel. Und das ist in Deutschland nur im Sommer zwischen Mai und Oktober, zwischen 11 und 14 Uhr möglich. Das heißt, außerhalb dieser Zeiten kann man, selbst wenn man draußen sich aufhält, selbst wenn man sich entkleidet, kann kein Vitamin D produziert werden. Das ist ein erster großer Irrtum, wenn es heißt, auch jetzt im Winter geht es immer ein bisschen raus, die Händchen ein bisschen gefüllt, sagen die Ärzte immer, in die Sonne halten, das bringt für das Vitamin D gar nichts. Das heißt nicht, dass die Sonne nicht trotzdem positive Wirkung hat jetzt im Winter. Sie ist trotzdem anregend und auch fürs Gemüt gut, das müssen wir immer draußen spazieren gehen. Aber für die Vitamin D-Produktion ist es praktisch zu vernachlässigen. Wir haben also als Menschen unseren Vitamin D-Bedarf immer darüber gedeckt, automatisch, ohne zu überlegen, dass die Sonne auf unsere Haut schien. Und nur ein geringer Teil Vitamin D wird über die Nahrung aufgenommen. Und es gibt Untersuchungen, wie viel Vitamin D in bestimmten Nahrungsmitteln drin ist. Und da wird dann der Fisch so hoch gelobt oder mancher behauptet auch Avocados oder Eier enthalten viel Vitamin D und noch
verschiedene andere Sachen. Wenn man aber schaut, wie viel man von den Nahrungsmitteln essen müsste, um seinen Vitamin-D-Bedarf zu decken, dann merkt man, das geht nicht über die Nahrung. Ja, also als Beispiel beim Fisch, den man ja Seefisch, den man empfiehlt zu essen, auch wegen des Vitamin Ds. Man hat mal ausgerechnet, man müsste also Wildwasserlachs essen, der ist am Vitamin D reichsten, mindestens 400 bis 500 Gramm pro Tag. Okay. Wildwasserlachs, nicht aus der Aquakultur, sondern wirklich Wildwasser. Wenn man jetzt Zuchtlachs nimmt, der auch noch Vitamin D-haltig ist, dann wird es schon weniger, weil der Zuchtlachs ist ja nicht das, was er in der Natur ist, sondern er kriegt meist irgendwelche Sojapellets. Soja enthält kein Vitamin D, damit ist der Lachs auch nicht mehr Vitamin D-haltig und hat damit auch nicht mehr die Wirkung, die er eigentlich haben würde als gesunder Fisch. Abgesehen davon, dass heute Seefisch, normaler Seefisch, hoch schwermetallbelastet ist, vor allem quecksilberbelastet, sollte man sowieso nicht über Fisch versuchen, seinen Vitamin D-Bedarf zu decken. Und wenn man es tun würde, müsste man pro Tag zwischen 500 Gramm Wildwasserlachs bis zu 1 Kilo Kabeljau täglich essen. Das heißt also, morgens 300 Gramm Kabeljau, mittags 300 Gramm Kabeljau, abends 300 Gramm Kabeljau. Das hat man sogar versucht, ich glaube sogar ProSieben oder RTL hat da mal so einen Versuch gemacht mit jungen Männern und wollten das mal testen. Die haben am zweiten Tag abgewogen und gesagt, Fisch kann ich nicht mehr sehen. Das kann ich mir vorstellen. Logisch. Also ich hatte jetzt kurz überlegt, ob wir unsere Ernährungspläne für die Zukunft umstellen sollen, aber ich könnte mir selber nicht vorstellen, zum Frühstück 300 Gramm Fisch zu essen, so gar nicht selber Fisch esse. Aber täglich, 350 Tage im Jahr. Ja. Also wir decken normalerweise unseren Vitamin D-Bedarf zu etwa 10% über die Nahrung. Okay. Also und zu 90% über die Sonne. Okay, und jetzt kommen wir gleich zur nächsten Herausforderung. Auf der einen Schiene wird uns natürlich durch die Medien, durch vielleicht auch die Medizin suggeriert, Obacht, wenn ihr in die Sonne geht, ihr müsst euch schützen wegen Hautkrebs, Hautalterung etc. Ist es da richtig in meinem Kopf, wenn ich mich jetzt mit Lichtschutzfaktor 20 eincreme, ist meine Vitamin-D-Aufnahme durch die Sonne gen Null tendiert? Kann man das so formulieren? Da steht ja drauf Sonnenblocker oder Sonnenblocker. Der blockt also die Sonne und der blockt also vor allem die UVB-Strahlung. Und die UVB-Strahlung, das sind bestimmte Strahlungsanteile in der Sonne. Okay, die UVA, UVB-Strahlung. Und diese UVB-Strahlung wird durch den Sonnenblocker komplett abgehalten. Das heißt, wer mit Sonnencreme in die Sonne geht, wird 0 Vitamin D abbekommen. Okay. Und es gibt so einen Richtwert, etwa ab Lichtschutzfaktor 8 entsteht kein Vitamin D mehr. Wer nimmt heute noch Lichtschutzfaktor 2? Ich glaube, da gibt es gar nicht mehr zu kaufen, sondern in Spezialläden, weil da geht man mit 30 bis 50 ran. Ja? Dort ist keine Vitamin D-Produktion mehr möglich. Noch ein kleiner Einwand dazu, es geht zwar nicht um das Vitamin D, aber unsere Haut ist ein Resorptionsorgan. Das heißt, über unsere Haut kann alles eindringen in den Körper. Wer sich großflächig Sonnencreme auf die Haut schmiert, sollte auch mal überlegen, wo ist denn die dann hin, wenn ich 2 Stunden später auf die Haut schaue und da ist nichts mehr da. Das ist alles im Körper gelandet. Und die Stoffe, die da hinten drauf stehen auf der Verpackung, wenn man sie nicht lesen kann, sollte man sie auch nicht essen. Ich sage es mal so ein bisschen einfach. Ja, das sind teilweise Stoffe, die man nicht aussprechen kann. Die gehören nicht in unseren Körper hinein. Sie wandern über die Haut hinein. Und manche Stoffe, die da drin sind, sind teilweise fragwürdig und manche sind nachgewiesenermaßen krebserregend. Es gibt eine Studie aus Schweden, Karolinska-Institut, hat über 30 Jahre 20.000 Frauen untersucht und dann wurde festgestellt, dass die Hauptursache für den schwarzen Hautkrebs nicht die Sonne, sondern die Verwendung von Sonnencreme ist. Kurz setzen zu lassen. Also unser Fazit ist sozusagen, wir kriegen über unsere Ernährung einen zu vernachlässigten Teil Vitamin D aufgenommen. Ja. Und wenn wir das gerne natürlich über die Sonne machen möchten, wollen wir zwischen Mai und Oktober ab jetzt zwischen 11 und 14 Uhr nackig durch den Garten rennen. Richtig. Oder zumindest einen Großteil der Haut entblößen. Ja, wir sind gemacht. Oder anders vielleicht, ein bisschen lustiger gesagt, der liebe Gott hat uns mit 2 Quadratmeter Sonnensegel ausgestattet. Wenn wir die zu 80% oder 90% zuhängen von hier bis hier und nur das und das draußen lassen, das sind 5% der Körperfläche. Das heißt, wenn wir über die Sonne Vitamin D aufnehmen wollen, müssen wir praktisch 20 Mal so lange mit Kopf und Händen in der Sonne bleiben, um das Gleiche zu erreichen, wie wenn wir uns entkleiden. Ein praktischer Tipp, wir müssen jetzt nicht komplett nackt in der Sonne sein, aber wenn wir den Oberkörper, Rücken und Brust jeweils 10 Minuten bis 40 Stunden in die Mittagssonne halten. Es geht nicht darum, den ganzen Tag im Sonnen zu warten. Dann genügt das für die tägliche Vitamin D-Produktion.
Also ein praktischer Tipp, wer die Möglichkeit hat, mittags von Mai bis Oktober in der Mittagspause ein Viertelstündchen oder 20 Minuten sich irgendwo ein bisschen abzusondern, wie man heute sagt, der sollte das nutzen, oberkörperfrei, so viel wie möglich Haut zeigen und dann 10 Minuten von vorn, 10 Minuten von hinten, wie auf dem Grill und dann wieder raus. Super. Da entsteht auch kein Sonnenbrand, selbst ein Hauttyp 1 kann mit Sicherheit 10 Minuten in die Sonne gehen, auch in die Hochmittagssonne. Mhm. Der Schutz, den Sie vorhin ansprachen, der Schutz vor der Sonne ist notwendig, wenn wir uns stundenlang in der Sonne begeben. Der Mensch ist evolutionsbiologisch, hat er sich noch nie irgendwo an den Strand gelegt und in die Sonne gelegt und stundenlang da bewegungslos gebrutzelt, sondern er hat seine täglichen Dinge verrichtet, er war auf der Suche nach Nahrung immer. Und dabei hat die Sonne von oben geschienen und das unabsichtlich ist er dabei auch braun geworden und hat sich einen Eigenschutz aufgebaut. Wenn wir aber im Mai, wenn es denn wieder geht, dann irgendwann nach Ägypten oder nach Mallorca oder sonst wo in die Sonne fliegen und weiß, wie wir sind, dann aus dem deutschen Winter uns 8 Stunden an den Strand in die Sonne legt, das ohne Schutz ist wirklich gefährlich. Dafür ist die Haut nicht gemacht, da gehört ein Schutz drauf. Die Frage ist, müssen wir uns mit chemischen Mitteln schützen, die Nebenwirkungen haben? Ja. Oder ist es nicht einfacher, einen Hut, ein T-Shirt, eine lange Baumwollkleidung oder eine Leinenhose anzuziehen und dann kann man auch in der Sonne zubringen. Aber 10 Minuten bis eine Viertelstunde auf jeden Fall mal die Haut der Sonne preisgeben. Da fällt mir gleich noch eine andere Frage dazu ein. Wenn ich das jetzt schaffe umzusetzen, mir die Auszeit nehme in dieser Mittagszeit und meinen Vitamin D-Spiegel damit auf ein gutes Level kriege, habe ich das dann nur in der Sommerzeit oder habe ich meinen Akku so aufgeladen, dass das über die Monate dann im Oktober bis März auch noch mitreicht? Man kann sich das mit dem Vitamin D so vorstellen, dass wir eine Art Speicher, Vitamin D-Speicher im Körper haben. Man könnte sich wie beim Auto im Tank vorstellen und den kann man im Sommer auffüllen. Mhm. Und dieser Speicher wird dann langsam leer. Jeder hat einen gewissen oder einen Vitamin D-Verbrauch pro Tag. Das hat auch ein bisschen was mit dem Körpergewicht zu tun und mit der Aktivität, geistig oder körperliche Aktivität. Und ist der Körper krank, da braucht er auch mehr Vitamin D, als wenn er gesund ist. Und wenn wir können Sie folgen nochmal? Da der Akku aufgeladen ist, wirklich für die Wintermonate sozusagen. Und wir schaffen es, wenn wir den ganzen Sommer täglich in der Sonne sind und wir haben unser Speicher wirklich voll. Voll hieße, dass der Wert mindestens über 50 Nanogramm, wir kommen dann aber nochmal speziell darauf, liegt, dann hält dieser Wert etwa 2 Monate an. Wie ein Tank, den man voll getankt hat und den fährt dann immer, der wird langsam leerer. Und erfahrungsgemäß ist dann so im November, Dezember ist dann der Vitamin D-Tank leer. Das ist auch die Zeit, wo die Grippesaison beginnt. Mhm. Das hat was direkt miteinander zu tun. Wir kommen dann auch noch drauf, dass das Vitamin D ja auch einen direkten Einfluss auf unsere Immunabwehr hat. Und jeder, der Vitamin D in der vernünftigen, sinnvollen Menge einnimmt, berichtet uns auch immer wieder, Grippe und grippale Infekte habe ich früher, seitdem ich das Vitamin D einnehme, nicht mehr. Wir können uns also im Sommer auffüllen, wenn wir wirklich jeden Tag in die Sonne gehen, aber spätestens im November, Dezember ist der Tank leer. Mancher, der früher die Gelegenheit hatte, dann im November nochmal irgendwo hin in den Süden zu fliegen, hat das auch sehr geschätzt, weil er hat sich nochmal für 2 Monate Sonne getankt. Und die Leute waren dann auch über Weihnachten gesund, wo die anderen schon in der Weihnachtszeit im Dezember dann schon langsam die ersten Schnupfen und grippalen Infekte bekommen. Und dann aber im Januar ist das Loch da. Dann fahren viele im Februar irgendwo hin, vielleicht mal in den Wintersport und können sich da auch mal ein bisschen in der Sonne begeben. Und das hält auch 1-2 Wochen an. Das ist immer das Schöne an den Urlaub in der Sonne, dass es uns danach besser geht. Aber die Einwirkzeit der Sonne ist zu kurz. Und im Winter ist ja, wie gesagt, da auch nicht allzu viel Vitamin D oder Sonne zu erwarten. Und so kraxeln die Menschen dann irgendwann ab Oktober, November, spätestens Dezember dann in einem Vitamin D-Mangel. Mhm. Das setzt aber voraus, dass sie im Sommer den ganzen Tag in der Sonne waren oder die ganze Zeit in der Sonne waren. Nur wir leben heute, da nehme ich mich nicht aus. Sie auch, wir sind den ganzen Tag in geschlossenen Räumen. Indoor. Und selbst Glasscheiben schützen also vor der UVB-Strahlung, dass sich also im Inneren die Sonne durch die Glasscheiben scheinen lässt, bekommt trotzdem kein Vitamin D ab. Das heißt, man könnte sich auch vorstellen, wir werden in einem dunklen Keller den ganzen Tag. Da wird es anschaulich. Und wir bekommen also kein Vitamin D ab, auch im Sommer. Ich sehe nicht und ich auch nicht. Und wenn das nicht möglich ist, weil unser Lebensstil sich geändert hat, also nicht mehr draußen leben, dann müssen wir versuchen, das anders in unseren Körper reinzubekommen. Und das wäre dann substituieren oder einnehmen über bestimmte Vitaminpräparate. Da kümmern wir uns sicher mal drauf. Genau. Also
Ihr seht jetzt schon, wie vielschichtig dieses Thema ist. Und wir möchten auch jetzt wirklich euch klarlegen, das ist so vielschichtig das Thema, dass wir hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Und es bedarf auch immer, wenn ihr sagt, oh, das ist bei mir auch so, immer nochmal einer medizinischen Kontrolle. Mhm. Diese Videos sind genau dafür da, dass ihr ein bisschen aufgerüttelt werdet, dass ihr euch angesprochen fühlt, jeder an einer anderen Stelle, wo sein Status im Leben gerade ist. Und dann geht ihr bitte vertrauensvoll wirklich an den Mediziner eures Vertrauens heran und sagt, das und das ist mir auffällig. Könnten wir mal bitte den Vitamin-D-Spiegel testen? Mhm. Wir geben euch jetzt gleich noch weiter viele Impulse zu verschiedenen, auch, also ich will gar nicht Krankheiten oder körperlichen Einschränkungen sagen, sondern so Volkskrankheiten, die sich so einschleichen über unseren Alltag. Die Mediziner sagen Befindlichkeitsstörungen. Das sind keine echten Krankheiten, sondern wenn man Rückenschmerzen hat, ist ja keine Krankheit. Eine Befindlichkeitsstörung. Also wenn wir nichts gelernt haben in dem Video, wir haben Befindlichkeitsstörungen. Fassen wir nochmal ganz kurz an der Stelle zusammen, weil das steht hier auch auf meinem Kärtchen, damit wir den roten Faden nicht verlieren. Wer hat einen Mangel an Vitamin D3 aus Ihrer Erfahrung gerade in dieser industrialisierten Gesellschaft, in der wir jetzt leben? Kurz gesagt, alle. Super. Also ich. Alle, die kein Vitamin D einnehmen. Selbst die Menschen, wir haben ja viele Menschen getestet in den vergangenen Jahren, selbst die Menschen, die von sich ganz stolz behaupten, ich bin immer draußen, ich habe einen Garten, ich bin auch im Winter draußen, dann war ist meine erste Frage immer, sind Sie nackt draußen? Nein, dann natürlich muss man sich anziehen, ja. Und damit, geht nicht darum, ob man draußen ist, sondern die Frage ist immer, wie lange und wie oft ist man in der Sonne und wie viel Sonne kommt auf die Haut und wie viel Haut ist überhaupt frei? Und wenn man da, jeder, der da zuhört, wenn Sie ehrlich sind mit sich selber, wir sind meistens angezogen in der Sonne. Mhm. Und die Sonne oder das Vitamin D wird nur produziert in unserem Organhaut, wenn die Sonne senkrecht von oben auf die Haut fällt und zusätzlich noch Wärme auf der Haut produziert. Das Vitamin D, die Vitamin D-Produktion in der Haut, man sagt, ist eine isothermische Reaktion. Das ist eine Reaktion, die braucht Wärme und die Sonneneinstrahlung. Ja, wenn beide Faktoren da sind, dann wird in der Haut unser Vorvitamin oder Prohormon, sagt man, was im Körper vorhanden ist, wird dann umgewandelt in das aktive Vitamin D. Was mir dann gleich noch dazu einfällt, weil es einfach auch Gespräche sind, die ich mit meinen Kunden habe, dass sie dann sagen, wie ist das denn, wenn man jetzt mal auf das Lebensalter schaut. Ja. Wir haben viele Kunden bei uns, die familiär einbezogen sind, wo einfach auch Kinder da sind. Ja. Im jungen Alter, sag ich mal, in wirklich Grundschule, teilweise Teenager. Mhm. Wie ist das? Wie kommen wir zur Welt, was den Vitamin D-Spiegel betrifft? Hat das auch mit unserem Lebensstil als Eltern, als Mutter dann sozusagen auch zu tun? Was für ein Akku das Kind hat? Und wie ist das mit dem Älterwerden? Also wenn ich jetzt 40, 50 werde, habe ich da so ein bisschen den Puffer auch abgearbeitet und dann vielleicht auch Probleme, den wieder aufzufüllen? Also erstmal, wir haben am Anfang ja festgestellt, es ist ein körpereigenes Hormon. Mhm. Wenn ein Hormon fehlt, wird man krank. Mhm. Das muss klar sein. Das ist also kein Vitamin, wo man sagt, der sich gut ernährt, der soll das zu sich nehmen und der andere kommt auch übers Leben. Wenn ein Hormon fehlt, wenn es nicht substituiert, nicht aufgefüllt wird, gibt es auf jeden Fall gesundheitliche Probleme. Jeder, der mit der Schilddrüse zu tun hat, kennt das. Mhm. Das Schilddrüsenhormon, wenn das aus irgendwelchen Gründen in der Schilddrüse nicht mehr produziert wird und der Arzt entdeckt das zufällig, Test macht, eine Untersuchung macht, dann kriegen Sie eine klare Anweisung, Sie müssen jetzt Schilddrüsenhormone nehmen. Das Gleiche müsste auch gelten, wenn das Organhaut nicht mehr so arbeitet, weil es zum Beispiel verhüllt ist. Mhm. Auch dort müsste eigentlich vom Arzt dann gesagt werden, Achtung, hier ist ein Hormonmangel, Sie werden krank oder Sie werden Symptome bekommen. Wir fragen diese Symptome auch immer ab. Mal ein Beispiel, da würde ich auch gerne mal eine Folie dann einblenden wollen, welche Symptome typischerweise beim Vitamin-D-Mangel auftreten. Das sind zum Beispiel Müdigkeit, Energiemangel, Mattigkeit, Depressionen, das sind Muskelschmerzen, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, die aber auch wechseln. Nicht immer das gleiche Gelenk, sondern mal tut es hier weh und mal da weh. Das sind Verdauungs- und Darmbeschwerden, das sind Kreislaufprobleme, das kann Schwindel sein. Das kennen viele, die sagen manchmal, man ist ein bisschen komisch oder schwindelig. Das sind typischerweise Kopfschmerzen und auch in Richtung Migräne. Das sind also Symptome, das sind keine Krankheiten. Und wenn Sie damit zum Arzt gehen oder sagen, nehmen Sie Schmerzmittel, trinken Sie mehr Wasser oder gehen Sie ein bisschen an die frische Luft. Aber er wird selten sagen, wir müssen mal Ihren Vitamin D-Wert testen. Mhm. Warum? Weil das, was ich Ihnen jetzt nenne, diese Symptome, das ist zwar bekannt in der Wissenschaft, aber im Mainstream
Und auch in der Ausbildung der Mediziner wird das nicht berücksichtigt. Okay. Das heißt, wir lernen als Ärzte nicht den Zusammenhang, dass diese Symptome eindeutig auf Vitamin D-Mangel hinweisen. Und wenn wir es lernen und es prüfen, dann sind auch noch die Referenzwerte, die uns die Labore vorgeben, also was ist ein guter Spiegel und was ist nicht gut, die sind historisch zu niedrig, weil man um die Bedeutung des Vitamin D erst in den letzten 10 bis 15 Jahren viel mehr gewusst hat. Ein praktisches Beispiel, es gilt immer noch in vielen Blutuntersuchungen ein Vitamin D-Wert von 20 Nanogramm pro Milliliter als okay, als gesund, als akzeptabel. Mhm. Nach neuerer wissenschaftlicher Lesart ist das ein schwerer Vitamin D-Mangel, der viele gesundheitliche Folgen hat. Wenn aber der Arzt diesen Referenzwert nicht kennt, dass er nämlich über 50 Nanogramm liegen sollte und sich mit dem alten Wert von 20 Nanogramm zufrieden gibt, dann selbst wenn der Patient dann zum Arzt geht und sagt, können Sie mal meinen Vitamin D-Spiegel prüfen und er würde das tun, würde er wahrscheinlich bei einem Wert von 20 Nanogramm keinen großen Anlass für eine Behandlung sehen. Mhm. Ja, das ist das Problem, wenn Sie jetzt dem Patienten raten, gehen Sie zu Ihrem Arzt und fragen nach einem Vitamin D-Test. Mhm. Was wir von unseren Patienten mitbekommen, wenn sie das tun, ist meist ein bisschen die abschätzige Frage, wozu? Mhm. Also man braucht man nicht, außerdem muss es bezahlt werden, die Kasse zahlt es nicht, ja, und was wollen Sie überhaupt damit? Das ist nicht wichtig. Ja, nur sehr wenige Ärzte sind in dem Thema auch informiert und gebildet und ausgebildet. Und dort werden solche Blutuntersuchungen gemacht. Ich würde sagen, von 10 Ärzten ist es bei einem der Fall. Im Normalfall wird das Vitamin D etwas stiefmütterlich behandelt. Man kann da Hypothesen stellen, warum das so ist. Vielleicht zur Erklärung, Vitamin D ist ein patentfreies Hormon, das heißt, niemand kann sich mehr das patentieren lassen. Könnte man sich ein Patent auf Vitamin D geben lassen, bin ich mir sicher, dass es findige Firmen geben würde, die dann das Tröpfchen für 20 Euro verkaufen und damit auch, wie das in anderen Pharmabereichen aus, gute Umsätze machen. Da das aber keine Firma mehr machen kann, weil das Patent ist lange ausgelaufen, das Vitamin D ist schon seit 100 Jahren entdeckt, ist es kein lukratives Geschäft und damit wird das auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt von den großen Pharmaherstellern. Mhm. Und mein Eindruck ist manchmal, dass es sogar für diejenigen ein bisschen ein Feind ist. Weil es natürlich, wenn Menschen gesund werden dadurch, die brauchen plötzlich keine andere Antidepressiva, brauchen plötzlich keine Schmerzmittel mehr, sind fitter, fühlen sich wohler und sind mehr abhängig von Tabletten. Das ist auch meine persönliche Vermutung, da kann ich keine Beweise dafür bringen. Das ist sehr, sehr in Ordnung und genau diese Plattform ist auch dafür da, einfach, dass ihr über den Tellerrand guckt und Dinge hinterfragt. Ihr müsst jetzt nicht alles als richtig oder gut empfinden, was hier gesagt wird. Aber es geht einfach darum, dass ihr so ein bisschen, wie gesagt, hinterfragt, ist alles richtig, was ich so im Mainstream, wo viele Leute viel Geld mitverdienen, als richtig ansehe und als das Allheilmittel. Jetzt haben Sie gerade schon einiges angesprochen von den Themen, mit denen ich sehr konfrontiert bin bei mir in meiner eigenen Arbeit. Ja. Denn wie viele, wenn jetzt das Kunden von uns sehen, sind schon auf uns Trainer zugekommen mit dem Thema Müdigkeit, sich abgeschlagen fühlen oder auch ein ganz großes Thema, nicht nur in der jetzigen Zeit, schon davor, wirklich mentale Probleme, so dass sie medikamentös behandelt werden, eben Depressionen, wo halt wirklich Antidepressiva genommen werden, die viele Nebenbaustellen im Körper öffnen, wo es dann mit Übergewicht einhergeht, mit Wassereinlagerung, wo die Menschen auf der Schiene auf einmal wieder noch mehr mentale Belastung haben, weil sie sich nicht mehr wohlfühlen. Das ist ja wie so ein Hamsterrad, so ein Kreislauf, aus dem man nicht mehr rauskommt. Gerade zu dem Thema abgeschlagen, sich fühlen, Müdigkeit. War vor uns auch schon eine Wortwahl von Ihnen gewesen, sagen Sie selber auch, es wäre ein wichtiger Baustein, um Vitamin D erstmal abzuchecken, damit es das nicht sein kann. Richtig. Aus meiner Sicht und unserer Erfahrung in der Praxis mit der Vitamin D-Therapie müsste bei jedem Menschen, der eine Depression festgestellt bekommt, müsste als erstes der Vitamin D-Spiegel geprüft werden. Weil das ist einfach, das ist kostengünstig und wenn dort ein Mangel ist, ist es einfach auch diesen Mangel wieder zu beheben. Und es ist schwer jetzt für mich Zahlen prozentual zu sagen, aber ein Großteil der Depressionen würde alleine durch die Gabe von Vitamin D vermindert werden. Beispiel, vor einigen Jahren hatte ich einen Psychologen auf meinem Stuhl sitzen, da ging es um Zähne. Und weil er auch ein Implantat braucht, haben wir auch das Vitamin D angesprochen. Und dann habe ich in seiner Anamnese gesehen, dass er selber Depressionen angab. Das heißt, er behandelt Patienten mit Depressionen
und ist selber depressiv und weiß auch nicht, wie er es wegbekommt. Und wir haben seinen Vitamin D-Wert gemessen, der lag irgendwo bei 8. Oh. Und er musste natürlich im Zuge der Implantation dann seinen Vitamin D-Wert auffüllen und plötzlich waren seine Depressionen weg. Das heißt, selbst der Fachmann, der Depressive behandelt oder Depressionspatienten behandelt, wusste nicht bis dato, dass es nur sinnvoll wäre, da mal zu schauen. Heute macht er das bei jedem Patienten inzwischen, aber das ist eine Ausnahme. Mhm. Ja, also das Vitamin D, wenn es nicht vorhanden ist, da kann es zu Depressionen kommen. Man könnte das sogar aus der Entwicklung her erklären, warum ist denn das so? Mhm. Wollen Sie es wissen? Ja, sehr gerne. Also das Vitamin D ist ja ein Hormon. Ja. Und die Wirkungen dieses Hormons haben evolutionsbiologisch Bedeutungen. Stellen wir uns, gehen wir ein paar Jahre zurück, ein paar 10.000 Jahre vielleicht, zum Neandertaler, mit ca. 40.000 Jahren. Wir sind genetisch genauso. Da hat sich nicht viel geändert. Richtig. Und der Mensch damals, ich sag's mal, der Urmensch, der war also ganz schwer mit draußen. Mhm. Der hatte weder eine Heizung noch einen Kühlschrank noch ein Haus. Ja. Er hat sich sicher im Winter in unseren Breiten auch irgendwie was gebaut, wo er Unterschlupf fand, aber er war mehr oder weniger den ganzen Tag draußen. Nun war Sommer und sein Vitamin D-Speicher hat sich im Sommer aufgefüllt. Und er war voll bei Kräften und konnte dafür sorgen, dass er sich auch ein bisschen den Ranzen anfrisst, so nenne ich es mal, damit er den langen Winter überlebt. Weil, wie gesagt, er hat keinen Kühlschrank, er hat kein Lager und das war eine harte Zeit. Und als wenn dann der Herbst und der Winter kommt und der Sonnenstand niedriger wurde, merkte das Innere, das Energiesystem, jetzt geht die Sonne runter, das merkt man am Vitamin D-Spiegel, der sinkt. Mhm. Und dadurch, oder mit dem Sinken des Vitamin D-Spiegels, wurde auf Energiesparmodus umgeschalten. Weil jetzt kommt der Winter. Und im Winter, das hat unser System gelernt, gibt es wenig Futter und es ist kalt draußen. Wir müssen also sparsam mit dem, was wir an Energie in dem Körper haben, umgehen. Das bedeutet, wenn wir dann im Wintermodus sind und was essen, ist es besser, das sofort in die Fettspeicher, in die Depots anzulegen, weil es könnte ja noch ein langer Winter kommen. Gleichzeitig war es sinnvoll, der Mensch damals hat ja nicht überlegt, jetzt Winter, jetzt muss ich sparsam mit Energie umgehen, sondern eine Depression, was macht das mit uns? Was wollen wir da? Wir ziehen uns zurück. Eigentlich nichts. Wir bleiben am liebsten in unserer Höhle liegen. Genau. Und genau das hat der Mensch möglicherweise damals getan. Als Depressiver mitten im Januar hat er sich gesagt, was soll ich da draußen? Ich bleibe lieber liegen, ich übertreibe mal ein bisschen. Ja, und liegen bleiben ist sparsamer, als draußen im Wald rumzulaufen und irgendwie Energie zu vergeuden. Das gleiche auch bei den Kopfschmerzen. Ja, Vitamin D-Mangel macht Kopfschmerzen. Was machen wir am liebsten, wenn wir Kopfschmerzen haben? Nichts. Ja. Am liebsten hinlegen und lasst mich alle ruhen. Mhm. Ja, und auch das hat dazu geführt, dass wir energiesparsam umgingen. Ja, das geht sogar so weit, dass wir wissen, eine Nebenwirkung von Vitamin D-Mangel ist eine Blutzuckererhöhung, also eine Art Diabetes. Nicht eine Art, sondern es führt zum Diabetes. Was hatte das evolutionsbiologisch für einen Vorteil? Wenn mein Blut unter Vitamin D-Mangel plötzlich mehr Blutzucker hat. Mhm. Wenn wir uns das vergleichen, kalte Nächte, 20 Grad minus und ich müsste irgendwie überleben. Was macht man mit dem Auto, damit das Auto nicht einfriert? Glycantin hieß es früher, ich weiß nicht mehr, ein Antifrost mit rein. Ja, genau, das ist ein Zuckerwasser. Okay. Ja, was passiert, wenn wir Zuckerwasser ins Kalte stellen, es gefriert weniger. Mhm. Das heißt, der Mensch, der einen hohen Blutzuckerspiegel hat im Winter, ist möglicherweise weniger schnell erfroren, als der, wo das nicht war. Und daher hat sich evolutionsbiologisch ein Selektionsvorteil ergeben. Das heißt, der unter dem Vitamin D-Mangel einen Blutzuckeranstieg hatte und dann eine Art Diabetes ausbildete im Winter, der überlebt. Wohingegen der andere das nicht tat. So, im Sommer war wieder die Sonne da, das Vitamin D wurde wieder aufgewühlt und sein Blutzucker ging wieder runter. Heute ist es so, dass der Diabetiker auch Sommer wie Winter seinen hohen Blutzuckerspiegel hat, weil er Sommer wie Winter unter Vitamin D-Mangel leidet. Mhm. Bitte aber nicht falsch verstehen, nicht jeder Diabetiker ist ausschließlich nur ein Vitamin D-Mangel, aber jeder Diabetiker sollte trotzdem überlegen, ob er einen Vitamin D-Mangel hat, weil das ein wichtiger Einflussfaktor auf den Diabetes ist. Also für mich persönlich gerade wahnsinnig interessant und das zeigt mir wieder, in jeder Ernährungsberatung, die ich mit euch mache, sage ich immer, unsere Gene, unsere DNA sitzen noch in der Höhle. Nur weil es hier alle möglichen Supermärkte auf 500 Meter Umkreis gibt, hat sich von unserem Stoffwechsel her, von dem Systemkörper nichts verändert oder so gut wie nichts. Und auch während unserer Lebenszeit wird sich da nichts ändern. Die Illusion möchte ich euch nehmen, das wird nicht passieren. Und es ist eigentlich ein Wunderwerk Natur. Mhm.
unsere industrialisierte Gesellschaft ist uns aber gerade nie zuträglich an der Stelle, weil wir halt nie mehr so leben, wie wir damals gelebt haben. Wir brauchen diese Selektierungsmomente eigentlich, weil wir haben eine warme Wohnung, wir haben ein warmes Auto, im Optimalfall mit Sitzheizung, ein Profisitzheizung, gebe ich zu. Deswegen müssen wir doch wirklich mal kritisch mit uns vielleicht selber ins Gespräch gehen. Aber ich möchte ganz kurz, weil das ein Thema von mir auch mit den Kunden ist, nochmal auf das Thema Diabetes, Typ 1 und 2 zurückkommen. Ja. Das eine, Typ 2, hieß ja früher Altersdiabetes, was jetzt leider gesellschaftlich auch bis in die jungen Generationen hinunterschwappt, was einfach wirklich ein Lebensstilproblem ist. Ihr bewegt euch zu wenig, ihr esst zu viel Süßes oder zu viel energiereiche Lebensmittel, also wo in wenig Lebensmittel, ich nenne es jetzt mal einfach die Puddingschnecke, so viel Kalorien drin sind, so viel Zucker drin ist. Oder das Verhältnis Kalorien zu Vitamin ist ungünstig. Es kann ja kalorienreich sein, wenn wir die Vitamine drin haben. Ich glaube, in der Puddingschnecke waren Kalorien. Aber das ist null. Das ist verdammt. An der Stelle. Wenn ich jetzt auf das Thema Vitamin D eingehe, damit wir den Posten wenigstens abgedeckt haben, was für einen Mehrwert kann das auch für die Patienten sein, die Vitamin D1, Diabetes Typ 1 sind? Weil da habe ich hier auch zwei, drei jüngere Kunden, die mit dieser Diagnose natürlich auch überrumpelt wurden, die dann einfach durch körperliche Defizite, die entstanden sind, mit der Diagnose konfrontiert waren, eigentlich gar nicht so richtig wussten, wo kommt es denn jetzt her und was kann ich vielleicht dafür tun, dass es besser wird, dass es ein bisschen gelindert wird, dass jetzt vielleicht nicht gleich Insulin gespritzt werden muss. Richtig. Zum Diabetes weiß man inzwischen aus wissenschaftlichen Forschungen, dass der Vitamin-D-Bedarf schon bei der Mutter, wenn das Baby im Bauch ist, dass der hoch ist, weil die Mutter versorgt ihr Baby mit Vitamin D. Hat die Mutter einen Vitamin-D-Mangel, kann schon das Kind nicht ordentlich wachsen. Und da geht es um Diabetes Typ 1. Man hat in Studien herausgefunden, dass wenn in der Schwangerschaft ein Vitamin-D-Mangel ist, dass es dann vermehrt bei den Kindern zum Diabetes Typ 1 kommt. Nicht gleich, wenn die geboren werden, sondern mit 8 oder 9 Jahren. Das heißt, es ist kein direkter Zusammenhang, aber die Kinder entwickeln häufiger Diabetes Typ 1. Das heißt, die Prophylaxe muss eigentlich schon in der Schwangerschaft beginnen, eigentlich schon eher, schon bevor es überhaupt zum Einnisten davor kommt, müsste Mann und Frau einen guten Vitamin D-Spiegel haben, damit was da zusammenkommt, dass das in einer optimalen Form zusammenkommt, nicht schon geschwächt ist. Also die Prophylaxe mit Vitamin D fängt im Bauch an, der Mutter, geht dann weiter vom Säugling. Dort ist es auch bekannt, dass der Kinderarzt im ersten Jahr Vitamin D auch verschreibt. Das ist auch gut so. Übrigens sind die Einjährigen die bestversorgtesten im ganzen Land. Wenn man eine Statistik anschaut, noch Altersgruppen, haben die mit einem Jahr den höchsten Vitamin D-Spiegel, danach kommt wieder nie mehr so hoch. Warum? Weil die bekommen vom Arzt Vitamin D. Komischerweise hört er dann nach einem Jahr auf und sagt, jetzt brauchen sie nicht mehr. Ich habe lange überlegt, warum das so ist. Auch das ist historisch gewachsen, weil früher Kinder, wenn sie laufen konnten, rausgingen und draußen waren. Und damit war es auch wirklich unnötig, den Vitamin D zu geben. Aber heute ist es ja so, dass die Kinder mit einem Jahr nicht plötzlich draußen sind, sondern genauso oft drin sind. Deswegen dürfte die Vitamin-D-Gabe nicht mit einem Jahr aufhören, sondern nur müsste weitergehen. Über das ganze Leben bis ins hohe Alter, bis auch zum Senior, der im Pflegeheim eventuell nur noch liegt drinnen, hinter Glasscheiben geschützt und das teilweise jahrelang ohne direkten Sonnenkontakt. Okay. Auch der braucht Vitamin D, auch dort haben wir gesehen, dass Patienten plötzlich, die schon mehr oder weniger, ich sag's mal, abgeschrieben waren, weil die Gaben keinen Mucks mehr von sich lagen, nur noch den ganzen Tag, durch die Gabe von Vitamin D plötzlich wieder aktiv wurden und wieder liefen und wieder denken konnten und wieder sprechen konnten. Der Typ 1 Diabetes, das wäre jetzt vermessen von mir, da kann ich keine Aussage treffen, ob da Vitamin D-Gaben direkt eine Verbesserung bringen können. Dazu fehlt es einfach noch an Wissen. Aber wir wissen beim Typ 2, der Altersdiabetes, der heute auch schon die Jugendlichen trifft, aufgrund der Ernährung, dass der positiv beeinflusst wird, das sehen wir auch in der Praxis bei uns. Also der Blutzuckerspiegel wird da auf jeden Fall deutlich positiver werden. Schön, okay. Ein großes Thema ist natürlich bei uns auch das Thema Übergewicht. Ja. Adipositas oder, wenn es noch nicht so weit ist, aber auf jeden Fall Übergewicht. Wir reden bei Vitamin D3 über ein fettlösliches Vitamin. Wie ist die Einnahme oder die biologische Verwertbarkeit gerade bei Leuten, die sehr stark übergewichtig sind?
ist da auf gewisse Dinge zu achten? Ja. Wie gut kann der Körper das wirklich umsetzen, was er dort bekommt? Mhm. Wenn ich mit einer geringen Dosis oder normalen Dosis auf Dosis komme, wäre dann später nochmal jetzt anfangen zu stoppen damit. Ja. Das setzt also voraus, dass derjenige schon so weit ist, dass er Vitamin D nimmt. Mhm. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ja. Ja, und es ist ein Unterschied, ob jemand mit 60 Kilo Vitamin D nimmt oder mit 130 Kilo. Mhm. Klar, das verschwindet ja dann irgendwo. Und die sagten ja, Vitamin D ist fettlöslich und damit ist bei den Menschen, die Übergewicht haben, wo also sehr viel Fettmasse auch da ist, dort verschwindet das Vitamin D recht im Fettgewebe und ist im Blut nicht zu messen. Also Patienten, denen geben wir Vitamin D, die sind übergewichtig und die kommen dann nach 4 Wochen und wir messen den Wert und der ist immer noch im Keller. Mhm. Ja, und er sagt, ich habe doch genau so genommen, wie sie es angesagt haben. Und das erklärt sich über, dass das Vitamin D praktisch im Fettgewebe gespeichert wird. Übrigens, wenn derjenige fastet, wird das Vitamin D frei. Also wenn der sein Fett los wird, wird das Vitamin D frei. Aber solange es noch da ist, verschwindet es dort. Ja? Okay. Das heißt, jemand, der übergewichtig oder ein höheres Gewicht hat, braucht auch dementsprechend mehr Vitamin D. Eine Pauschalgabe an Menschen, es reicht eine Kapsel pro Woche, alle 2 Wochen oder pro Tag, ist schon mal irrelevant, weil es hängt davon ab, wie schwer ist der Mensch. Mhm. Eine 50 Kilo Frau braucht mit Sicherheit ein anderes Vitamin D als ein 130 Kilo Mann. Mhm. Okay. Also hier seht ihr schon jetzt, das ist wirklich individuell. Jetzt nie pauschal sagen, ich nehme das jetzt einfach mal. Wichtig ist als allerersten Schritt rauskriegen, wie ist mein Vitamin D-Status gerade eben. Und dort ist dann Startlinie, Startpunkt. Und von dort aus wird dann wirklich ein Plan gemacht, wie ich supplementiere, also wie gebe ich adäquat zu, dass es für meinen Körper die richtige Dosis ist. Aber darauf kommen wir dann gerne nochmal. Meine nächste Frage wäre das Thema Muskelaufbau. Ich habe viele Kunden da, die das Thema haben, zum Beispiel Rückenschmerzen. Ja. Muskulatur muss dort gestärkt werden. Oder ich habe auch Kunden, das ist genau das Gegenteil zu den Übergewichtigen, die wirklich Probleme haben, Muskulatur aufzubauen und die auch zu halten. Ja. Die auch so eine sehr drahtige, dünne, teilweise schon schlaksige Figur haben. Haben Sie Erfahrung mit dem Thema Muskelaufbau oder Sport und Vitamin D? Also jetzt nicht persönlich, also in der Zahnmedizin praktisch mit anderen Themen beschäftigt, aber prinzipiell, wenn man in der Literatur schaut, was macht das Vitamin D? Es hat natürlich einen Einfluss auf Muskelwachstum und auf den Muskel allgemein. Okay. Ich erinnere nochmal an das Entstehen oder an die Geschichte des Vitamin D in der Evolution, in unserer menschlichen Entwicklung. Mhm. Das Vitamin D hat also unter anderem die Aufgabe auch, den Energiehaushalt zu steuern. Kann ich Energie in voller Form geben für alles oder muss ich sparsam damit umgehen? Und wenn wir uns jetzt vorstellen, es hat jemand, der Muskel aufbauen möchte, hat einen Vitamin D-Mangel, der befindet sich, wir sagen, im Wintermodus, im Energiesparmodus. Mhm. Warum sollte der Körper im Energiesparmodus sagen, aber jetzt gebe ich richtig Energie aus, um Muskel aufzubauen? Mhm. Das macht er nicht. Ja. Also Muskelaufbau in einem Vitamin D-Mangel ist, da habe ich zwar jetzt keine wissenschaftliche Studie parat, aber ist sehr wahrscheinlich unwirksam. Mhm. Das werden Sie wahrscheinlich bestätigen. Mhm. Wenn Sie sagen, manche trainieren und machen, dann passiert nichts. Also das ist auch gerade das Grundthema, warum wir das Thema Vitamin D-Test in unserer Startphase jetzt mit aufgenommen haben. Damit wir einfach wirklich diesen Baustein abdecken können und dass wir nie, ich sag mal so, zeitverschwendend in die Sinnlosigkeit hineintrainieren und uns dann ärgern, dass wir keine Ziele erreichen. Weil zum Schluss meine Kunden tun mich natürlich auch daran messen, wie erfolgreich ich mit ihnen trainiere. Mhm. Und wenn jetzt so ein Punkt einfach brach liegt, mit einem großen Mangel, kann ich mich auf Deutsch gesagt dumm und dämlich trainieren und stoße einfach sehr, sehr schnell an meine Grenzen, mit euch Erfolg zu haben. Mhm. Deswegen ist das für uns jetzt dazugekommen, dass wir das als Coaching, als Teil wieder mit aufgenommen haben, um euch einfach optimal betreuen zu können. Mhm. Ein Thema, was jetzt wahrscheinlich auch aus Ihrer Praxis ein ganz großes Thema ist, Heilungsprozesse. Mhm. Aus der Zahnmedizin, ich habe es bei mir selber auch erlebt, aber es gibt natürlich auch über die Zahnmedizin im Körper andere Baustellen, wo OPs notwendig sind, wo mit dem Hüftgelenk in Operations, Kniegelenk und so weiter. Wie wirkt sich Vitamin D auf Heilungsprozesse aus? Wie gesagt, es ist ein Hormon, es ist ein körpereigenes Hormon, was an jeder Stelle des Körpers arbeitet. Seit einigen Jahren wissen wir, jede Zelle des Körpers hat einen sogenannten Vitamin D-Rezeptor. Also eine Andockstelle für Vitamin D, das heißt, jede Zelle wird durch Vitamin D programmiert oder gesteuert. Ja. Das stellt schon mal die Wichtigkeit des Ganzen
da. Und das Vitamin D könnte man als das wichtigste Immunhormon bezeichnen. Ich sage immer zu Patienten, das ist ein Einschalter für das Immunsystem. Okay. Ist Ihr Immunsystem ausgeschaltet, weil Sie einen Vitamin D-Mangel haben, werden Sie häufiger krank werden, werden häufiger grippale Infekte haben. Es geht sogar so weit, dass wir sagen, wenn jemand einen grippalen Infekt hat, wenn er einen Schnupfen oder eine Grippe oder auch Corona hat, dann hat er einen Vitamin D-Mangel. Sonst hätte er es nicht. Es gibt sehr viele Studien, die darauf hinweisen, dass bei einem hohen Vitamin D-Spiegel keine oder fast keine Atemwegsinfektionen mehr auftreten. Das ist natürlich ein wahnsinnig interessanter Impuls, ja, weil wir auch viele Kunden haben, es ist eine Infektion irgendwie gewesen und wenn es ein grippaler Infekt ist, Atemwege, die sagen eigentlich, die Erkältung habe ich ausgekugelt, aber ich fühle mich permanent so schlapp noch. Ich bin nach 3 Stufen gleich außer Atem, ich habe das Gefühl, nach einem halben Tag Arbeit, ich komme nie so richtig aus dem Puschenmann, sage ich mal so ganz banal. Also wäre das auch wirklich ein Punkt, dort erstmal. Unbedingt. Also der Vergleich mit der Entwicklung, mit der menschlichen Entwicklung wird klar, ne, dass das ein Hormon ist, was dem Körper sagt, in welchem Energiemodus wir arbeiten. Und wenn jemand sagt, oh, ich bin antriebsschwach oder mir tut die Muskulatur weh und er hat einen Vitamin D-Mangel, kein Wunder, dass der Vitamin D-Mangel soll ja bei den Menschen bewirken, dass er nichts tut, dass er Energie spart. Wenn der zu Ihnen in Ihr Studio kommen möchte und aktiv sein will, dann wird ihn das unwahrscheinlich anstrengen, weil sein Körper gerade die Mitteilung bekommt, Achtung, wieder mit dem Mann, fahr mal den Energieverbrauch runter und unterlasse alles, was Energie verbraucht. Er handelt eigentlich wider seiner inneren Natur. Er müsste erst das Vitamin D hochfahren und dann wird er plötzlich Energie haben und sagen, jetzt will ich auch trainieren und dann kann er auch seine Muskeln und seine Bewegung trainieren. Ihr habt jetzt vielleicht den wichtigsten Tipp schlecht hinbekommen. Ihr fragt euch ab und zu mal, warum ihr so innerlich nicht die Motivation habt, euch selber aufzuraffen. Vitamin D wäre auf jeden Fall eine Position, die abgecheckt werden muss. Weil das ein Thema ist, mit dem ich sehr häufig konfrontiert. Die Leute kommen zwar motiviert her, dann kommt aber der Alltag in den Weg und es sehr schnell so diese Leistungslöcher kommen, wo ich sage, oh nee, ich mach's lieber morgen. Ah nee, ich verschiebe den Termin auf übermorgen oder so. Und wir wollen ja raus aus der Verschieberitis, aus dieser Krankheit und wollen versuchen, so viele Baustellen wie möglich abzudecken, damit so intrinsisch von dir selber heraus losgehen kann einfach. Jetzt haben wir schon wahnsinnig viel angesprochen, das finde ich ganz großartig. Eine Sache nochmal, das ist häufig im Alter eher. Das ist ganz klassisch und ich glaube, das tun die meisten Leute mit Vitamin D in Verbindung bringen, Osteoporose. Das ist, ich glaube, so ein bisschen der Klassiker, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten. Was tut das für unsere Knochen? Das Vitamin D, warum ist es dieses Hormon so maßgeblich an der Stelle wichtig? Die Osteoporose aus ganzheitlicher Sicht ist eine Erkrankung, eine Entkalkung des Knochens, könnte man es bezeichnen. Die Knochenstruktur verändert sich. Und wenn man nachschaut, verändert die sich. Das sind bestimmte Mengenzustände im Körper. Und der Körper holt sich aus seinem Lager, was die Knochen und die Zähne sind, kann sich zum Beispiel Kalzium holen, wenn er das braucht. Wenn also der Knochen entkalkt wird, heißt es, der Körper hatte vorher einen Kalziummangel und hat sich das immer aus dem Knochen geholt. Und das Kalzium ist eng mit dem Vitamin D verbunden. Vitamin D-Mangel verhindert Kalziumaufnahme. Das heißt, der Vitamin D-Mangel ist die Ursache für den Kalziummangel, nicht der Kalziummangel in der Nahrung. Okay. Man kann so viel Kalzium essen, wie man will. Solange das Vitamin D im Körper nicht da ist, kann der Körper über den Darm das nicht aufnehmen. Okay. Da würde ich gleich dann ansprechen, wie es weitergeht. Also das Vitamin D steuert die Kalziumaufnahme im Darm. Kalzium ist wichtig für die Knochen und die Zähne, aber auch für den gesunden Herzrhythmus und für viele andere Dinge im Körper. Jetzt ist das Kalzium durch das hohe Vitamin D-Spiegel im Blut. Dort gehört es aber nicht hin. Das führt zu einer sogenannten Hyperkalzämie, zu viel Kalzium im Blut. Und diese Hyperkalzämie kann zu Gefäßverkalkungen führen, kann zu Nierenverkalkungen führen und kann auch zum Symptom führen, der Herzrhythmusstörung. Okay. Das bedeutet, da ist zu viel Kalzium im Blut. Ja, und das Kalzium gehört nicht ins Blut, es muss in die Knochen und die Zähne. Dort hat der Körper als Lagerstätte abgelagert. Und dafür ist ein weiteres Vitamin notwendig oder wichtig, das nennt man, bezeichnet man als Vitamin K2. Im Gegensatz zum K1, was mit der Blutgerinnung was zu tun hat. Das Vitamin K2 ist ein Transporter für Kalzium aus dem Blut in die Knochen und die Zähne. Damit wird auch klar, dass man Vitamin D nicht alleine nehmen sollte, sondern immer in Kombination mit dem sogenannten Kofaktor Vitamin K2. Auch Vitamin K2 ist in der Nahrung normalerweise drin, aber durch
moderne Ernährungsformen, durch die moderne Landwirtschaft sind also, ist der K2-Gehalt in der Nahrung sehr, sehr gering. Wir haben also K2-Mangel. Selbst wenn wir Vitamin D zu uns nehmen und nicht das K2 dazu, führt das nicht zu dem gewünschten Effekt, dass der Knochen fest wird. Jetzt mal auf dem richtigen Weg, wo wir gerade hinkommen wollen. Ja. Ich wollte noch zur Osteoporose noch sagen. Die Osteoporose hieß früher in vergangenen Zeiten Sonnenmangelkrankheit. Oh, okay. Mehr brauchen wir nicht sagen. Ja. Also dann wird es klar, weil wenn heute diese Krankheit als Sonnenmangelkrankheit bezeichnet werden würde vom Arzt, lieber Patient, wir haben eine Sonnenmangelkrankheit, der sagt das schon das Wort, was der Patient tun sollte. Bei einer Osteoporose werde ich als Patient aber nur fragen, was muss ich jetzt eigentlich? Ja, und da werden Medikamente geben, die nicht etwa das Vitamin D hochfahren, das ist eher eine Nebentherapie, sondern da werden teilweise Medikamente geben, die den Knochenumbau, den Stoffwechsel komplett verändern, eigentlich einfrieren. Und da stellt sich mir die Frage, ob dann überhaupt ein Knochenumbau im sportlichen Sinne, dass man Knochen wachsen und Muskeln wachsen lassen kann, ob das dann noch möglich ist. Das sind also Patienten, die bekommen diese sogenannten Bisphosphonate, bekommen die wegen der Krebstherapie oder wegen Rheumatherapie oder wegen Osteoporose. Und das ist also kein gesunder Knochenstoffwechsel, der da gebaut wird, sondern der Knochen wird mehr oder weniger eingefroren. Es ist aus unserer Sicht keine Therapie zur Behandlung der Osteoporose. Wir behandeln die Symptome, aber nicht die Ursache. Ja. Besser wäre es, dem Patienten zu empfehlen, geh in die Sonne, wobei ein jahrzehntelanger Vitamin D-Mangel, den kriegt man da nicht durch eine jahreszeitliche Besonnenpause, sondern dort wäre es sinnvoll, hochdosiert mit Vitamin D erstmal wieder den Spiegel hochzufahren und dann auch andere Mineralstoffe, die im Laufe des Lebens zu wenig gegeben wurden oder eingenommen wurden, dann wieder aufzufüllen. Ein Satz noch dazu, das ist wichtig. Es wurde in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren von den Ärzten empfohlen, zur Vorbeugung der Osteoporose Milch zu trinken. Ja. Und viele Frauen haben in den letzten 30 oder 40 Jahren auf ihren Arzt gehört und haben bewusst mit 50 oder 60 angefangen, dann Milch zu trinken, haben alle Osteoporose bekommen. Die Milch ist nicht geeignet, die Kuhmilch ist nicht geeignet, um Osteoporose zu behandeln. Der Glaube dahinter ist, dass man sagt, okay, in der Milch ist Kalzium und wir brauchen Kalzium im Knochen, dann müssen wir es nur hier oben reinschütten und das wird schon irgendwie seinen Weg dahin finden. Was dabei aber außer Acht gelassen wird, ist, dass die Milch phosphathaltig ist. Phosphate sind in der Lage, Kalzium zu binden und aus dem Körper rauszuholen. Das erklärt, warum diejenigen, die Milch trinken, Osteoporose bekommen können. Also genau das Gegenteil passiert. Wir sind ja nicht so eine Blackbox, wo man sagt, wenn da unten irgendwie Kalzium fehlt, müssen wir es nur oben ordentlich reinschütten. Dann wird es schon seinen Weg suchen, sondern wir müssen den Weg der Natur beachten. Und das ist das, was ich vorhin nannte, Vitamin D steuert Kalziumaufnahme. Mhm. Nicht die Menge an Kalzium. Es macht also keinen Sinn, Kalziumtabletten zu essen. Bitte nicht tun. Das führt zur Arterien und zur Gefäßverkalkung. Wieder ein Thema, sehr vielschichtig. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was könnt ihr tun oder was ist sinnhaft einzunehmen, zu supplementieren, so nennt man das ja, dazu zu führen, weil wir es uns durch die eigene Ernährung nicht aufnehmen können und weil unser Lebensstil es einfach nie mit sich bringt, dass wir in der richtigen Uhrzeit mit Oberkörper frei durch den Gang springen können. Was mir selber begegnet ist, bei meinem Erstkontakt zu Vitamin D, das ist jetzt schon mehrere Jahre her, habe ich ein Rezept von meinem Arzt damals bekommen für Tabletten, also nicht für Kapseln, sondern richtig für Presslinge. Wenn das ein fettlösliches Vitamin ist oder Hormon, sagt mein Hirn dann, finde den Fehler. Lege ich mir dann diese Tablette auf einen Löffel Olivenöl? Wie finden Sie das? Prinzipiell ganz genau richtig. Das Vitamin D ist fettlöslich und kann damit nur mit fettiger Zugabe aufgenommen werden. Trinkt man eine Vitamin D-Kapsel mit Wasser, wird der größte Teil wahrscheinlich durchgespült werden, weil wir brauchen das Fett als Bindemittel. Ich empfehle unseren Patienten, wenn sie den Vitamin D in trockener Form einnehmen, das heißt als Kapsel, als Pulver oder als Tablette, dass sie dazu eine fettige Nahrung essen. Fettig heißt, da muss zum Frühstück Butter dabei sein zum Beispiel oder ein Esslöffel Olivenöl oder auch ein Esslöffel Leinöl dazu, dann macht es Sinn. Und trotzdem stellen wir auch fest, dass Patienten die diese Kapselform oder diese Pulverform oder Tablettenform einnehmen, häufig keine guten Blutspiegel aufweisen. Möglicherweise ist die Form der Einnahme als Pulver, als Tablette nicht wirksam genug, weil viele Menschen auch eine Darmresorptionsstörung haben und da wird es einfach nicht richtig aufgenommen über den Darm. Sinnvoller ist die Darreichung als Öl. Es wird also Vitamin D in Öl gelöst. Das sollte in einem hochwertigen Öl, nicht kein minderwertiges
Erdnussöl, wie es in den Dekristol-Kapseln ist, ja, sondern hochwertiges, man sagt MCT oder Kokosöl, gelöst werden. Und wenn man dann drauf schaut auf die Verpackung, sollte auch nichts anderes drin sein als Vitamin D. Und nicht noch fünf andere Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker und noch ein bisschen Zucker und noch ein bisschen Farbstoff, dass es besser aussieht, sondern wir wollen das reine Vitamin D aufnehmen. Aus unserer Erfahrung hat sich da das Öltröpfchen in der Pipettenflaschenform als sehr sinnvoll erwiesen. Auch am besten getrennt vom K2. Es gibt auch die Kombinationen Vitamin D und K2 gleich in einem. Ist für viele einfacher, weil wir müssen nicht so viel denken. Ich empfehle aber trotzdem, das getrennt sich zu besorgen, das Vitamin D, es möglich zu machen, auch vielleicht in der Familie oder mit dem Partner das zu teilen. Der Partner braucht vielleicht ein bisschen mehr Vitamin D, dafür etwas weniger K2. Und das lässt sich besser kombinieren, wenn man die Produkte einzeln einnimmt. Ich wollte nochmal zurückkommen, sie hat mich noch nach der Wundheilung gefragt, habe ich noch nicht ganz zu Ende gewesen. Ja. Also für uns in der Zahnmedizin ist es ein wunderbares Mittel, weil Vitamin D die Wundheilung optimiert und verbessert. Denken wir nochmal dran, was es in der Evolutionsbiologie für Wirkungen hatte. Und machen wir noch ein Beispiel, da wird es klarer. Hatte der Mensch im Winter eine schwere Verletzung, ich nenne mal ein Beispiel, er wurde vom Bär verfolgt und der Bär hat ihn aber nicht erwischt, aber hat ihn gepatzt. Und er hat eine tiefe Fleischwunde und jetzt würde der Körper, und er ist aber, hat es geschafft zu entkommen, ist in einer Höhle. Jetzt würde der Körper komplett die gesamte Energie, die er hat, auf die Wundheilung einsetzen und eine wunderbare Wundheilung machen. In der Zeit werden seine Reserven verbraucht und er wird möglicherweise den langen Winter nicht überstehen, weil er seine Fettreserven leer gefressen hat für die Wunde. Das heißt, unter Vitamin D-Mangel hat es der Körper so eingerichtet, dass er eine Wundheilung nur ganz einfach macht. Ich nenne es eine billige Wundheilung, ein billiges Narbengewebe, kein gutes Hautgewebe. Und das in der Zahnmedizin bedeutet, wenn wir einen Zahn entfernen, wollen wir, dass in dem Loch wieder Knochen nachwächst. Knochenwachstum ist ein energieraubender Prozess. Macht keinen Sinn, wenn ich keine Energie habe, Knochen zu bilden. Das heißt, das haben Sie erlebt, wenn also ein Zahn entfernt wird und ein Implantat eingesetzt werden soll und das soll gut anwachsen, funktioniert das viel, viel besser bei einem hohen Vitamin D-Wert, weil der Körper in dem Zustand ist, ich habe genügend Energie und ich kann auch alles dafür aufwenden, um das anwachsen zu lassen. Aber dagegen den Mangel an Vitamin D, sagt der Körper, keine gute Zeit jetzt Vitamin D zu bilden, ich schließe mal das Loch, das Zahnfleisch jetzt drüber, es ist nicht so, dass die Wundheilung nicht geht, aber die Knochenbildung, das hebe ich mir auf, wenn ich irgendwann mal wieder mehr Energie habe. Ob das die Wunde hier ist oder die Wunde hier oder hier, spielt keine Rolle. Die Narbenbildung unter Vitamin D ist größer, also wenn Sie einen Vitamin D-Mangel haben, bilden sich das ist schlechteres Gewebe, wie wenn Sie einen Vitamin D-Überschuss oder eine optimale Versorgung haben. Also jede Art von Wunde, egal ob traumatisch zugeführt oder auch durch eine Operation zugeführt, heilt besser mit Vitamin D. Also auch das künstliche Gelenk, was erneuert werden muss, oder eine Operation am Knie, oder auch eine, egal welche Operation, sollte immer unter Begleitung von Vitamin D stattfinden. Ich habe das selber auch an mir probiert. Ich musste aus Gründen eines Unfalls mehrere Knieoperationen über mich ergehen lassen. Und seitdem ich das Vitamin D kenne, nehme ich es auch hochdosiert. Und die Ärzte immer wieder im Krankenhaus sagen, Mensch, das heilt auch schnell. Das ist aber gut. Da zeige ich meine ganzen Mineralstoffe und Vitamin D. Und da wird meistens abgewogen. Und ich sage, daran kann es nicht liegen. Wir haben einfach gut operiert und sie haben Glück gehabt. Inzwischen weiß ich, weil ich sehe, dass an unseren Patienten, wie gut das heilt, dass das ein direkter Einfluss des Vitamin D ist. Also eine Konklusion aus dem heutigen wäre, immer wenn Sie krank sind oder wenn Sie operiert werden sollen, sollte man vorher und dabei darauf achten, ordentlich Vitamin D einzunehmen. Sehr gut. Ja. Dosierung war dann eben. Genau. Ja. Wir kommen zurück zu dem Thema Dosierung. Also, wie gesagt, mein Erstkontakt war auch zu Tabletten, zu Presslingen gewesen. Und dann hatte ich mich aber ein bisschen tiefer mit dem ganzen Thema beschäftigt und bin jetzt auch bei dem Thema, dass ich solche Tropfen in Öl habe, die ich mit der Pipette dann sozusagen in meiner Dosierung abmesse. Ich habe auch einmal in hochwertigem Öl Vitamin D3 und einmal in hochwertigem Öl Vitamin K2, was ich dosiere, was halt für meine Körpergröße, für meine Bedürfnisse das Richtige ist, damit eben das Vitamin D3 auf das K2 springen kann und dann auch wirklich entsprechend in die Knochen ankommt. Die richtigen Abläufe. Richtig funktionieren. Und dann kam noch ein Thema dazu, und zwar, jetzt wird es ganz verrückt, Magnesium. Was hat Magnesium in dieser Dreierkonstellation für eine Aufgabe und warum ist es als dritte Position so wichtig, das auch zu supplementieren? Super, danke. Das ist ganz wichtig, weil Magnesium, Vitamin D ohne Magnesium eingenommen ist eigentlich ein Therapiefehler. Das sollte man wissen.
Es ist ein sehr komplexer Vorgang, dass das Vitamin D mit dem Kalzium anwirft. Was man vielleicht sich merken kann, ist, dass Kalzium und Magnesium in einem guten Verhältnis im Körper vorhanden sein sollen. Nimmt man jetzt Vitamin D ein, wird vermehrt Kalzium aufgenommen über den Darm. Mhm. Aber Magnesium wird nicht mehr aufgenommen. Das ist leider nur gering in unserer Nahrung enthalten. Das hat was mit der Auslaugung der Böden zu tun. Mhm, ja. Dass also dort einfach Magnesiummängel schon vorhanden sind. Das heißt, wir bekommen zu wenig Magnesium. Und nehmen wir aber durch die Vitamin D-Einnahme jetzt vermehrt Kalzium auf, weil der Darm praktisch das besser aufnehmen kann, dann fehlt der entsprechende Kofaktor Magnesium. Und Magnesium ist einer der wichtigsten Mineralstoffe im Körper. Magnesium ist an über 300 verschiedenen Stoffwechselreaktionen beteiligt. Das heißt, fehlt das Magnesium, kann an allen Stellen das Vitamin D nicht richtig funktionieren. Das ist auch ein Grund, warum mancher vielleicht sagt, ich nehme Vitamin D und mein Spiegel geht nicht hoch. Mhm. Oder ich merke den Effekt nicht. Das sind Kofaktoren, die müssen mitgegeben werden. Das ist anders wie mit Medikamenten, wo man sagt, oh, wenn du mehr als zwei Medikamente nimmst, dann wissen wir nicht, was da passiert. Im Gegenteil, in der Ernährungstherapie ist das Zusammenspiel von mehreren Vitaminen erst sinnvoll. Mhm. Man weiß das auch von Vitamin E, wo man lange Zeit gedacht hat, nimm mal hochdosiert Vitamin E vor 20 Jahren. Man hat dann gemerkt, die Vitamin D-Substitutionen führen dazu, dass vermehrt Krebs entsteht. Okay. Ja, also Vitamine hochkonzentriert herausnehmen und dann einzeln nehmen, ist nicht der Weg. Mhm. Es gibt ein paar Vitamine, wie das Vitamin C, das kann man machen. Das hat wirklich eine Wirkung, aber Vitamin D ist es wichtig zu wissen, Vitamin D braucht als Teamplayer oder als Kofaktoren K2 und Magnesium. Eins noch zum K2, möglicherweise haben wir auch Klienten, die Blutverdünner nehmen müssen, aus verschiedenen Herzproblemen herausführen. Es ist noch nicht hundertprozentig klar, ob das Vitamin K2 keinen Einfluss auf die Blutgerinnung hat. Es gibt da verschiedene Aussagen. K1 ist ein Vitamin, was die Blutgerinnung beeinträchtigt oder beeinflusst. Und da sollte man also aufpassen, wenn man Blutverdünner nimmt, dass man K1 nicht extra substituiert oder einnimmt. Beim K2 ist es so, dass verschiedene wissenschaftliche Arbeiten darauf hinweisen, dass es gar keinen Einfluss hat. Mhm. Und wieder andere sagen, wir wissen es nicht genau, lassen Sie mal, wenn Sie K2 einnehmen, wenigstens Ihren Blutgerinnungswert beim Arzt prüfen, wenn Sie Blutgerinnungsmedikamente einnehmen. Das nur als Hinweis, falls jemand das einfach für sich einnimmt, dann beim Arzt die Blutgerinnung ein bisschen im Blick haben, wenn man K2 einnimmt. Okay. Jetzt erzähle ich einfach mal so, wie ich das mache. Also ich stehe morgens fröhlich auf. Ja. Wichtig ist, fröhlich stehe ich auf. Ja, woher kommt die Fröhlichkeit? Genetisch bedingt. Oder schon immer? Ich bin ein Morgenmensch, ich glaube, das strengt aber viele Menschen an. Ich kann den Satz, den ich abends nie beendet habe, dann morgens zu Ende führen. Gut. Ich weiß nicht, ob das für jeden Männertyp das Richtige ist. aber abgesehen davon gehe ich dann in die Küche. Und ich nehme dann schon morgens mein Vitamin D3 und K2. Das mache ich so hintereinander weg. Mein Magnesium nehme ich aber erst abends. Da war ich dann immer ein bisschen hin und her gerissen. Da gibt es ja auch verschiedene Varianten von Magnesium. Ja. Jetzt nehme ich so eine Synergie aus verschiedenen Magnesium-Varianten auf Empfehlung. War zwischendurch mal auf Magnesium-Citrat angeschwenkt, weil durch verschiedene Studien eine schnellere Aufnahme für den Muskel und eine Regeneration dort beworben wurde, sage ich mal. Muss aber zugeben, geschmacklich finde ich Magnesiumcitrat furchtbar. Ich bin da nicht so. Ich mag das Magnesium, also diese Synergie aus den verschiedenen Magnesium-Mineralien lieber. Ja. Synergie, also eine Zusammenstellung von verschiedenen Magnesium-Verbindungen. Ja, es sind ja verschiedene Magnesium-Verbindungen. Es gibt da Magnesium-Malat und Magnesium-Citrat und noch einige andere. Das ist auch noch nicht hundertprozentig klar, welches da das Beste ist. Okay. Und deswegen empfiehlt man am besten eine Mischung. Und das Synergie, wie sind das auch? Ja, wahrscheinlich haben wir ein Präparat, was das nennt sich direkt so. Also eine Zusammenfassung von mehreren Magnesium-Verbindungen. Und man geht davon aus, dass der Körper sich das Beste raussucht. Aber es gibt auch keine Negativberichte, wenn man nur Magnesiumcitrat oder nur Magnesiummalat nimmt. Okay. Wichtig ist, dass in dem Magnesium nicht noch viele andere Beistoffe drin sind. Farbstoffe, Geschmacksverstärker, Brausepulver, Dinge, irgendwelche, die dann den Geschmack verbessern. Es geht darum, dem Körper Magnesium in reiner Form zuzuführen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man das nicht oral macht, sondern dass man über die Haut das macht. Okay. Die Haut ist ja, wie ich vorhin gesagt habe, ein großes Resorptionsorgan, also Aufnahmeorgan. Und wir haben viele Patienten, die berichten, dass sie positive Erfahrungen haben mit Vollbädern in Magnesium oder mit Fußbädern am Abend anstatt der Magnesium-Kapsel. Und der Effekt ist
das berichten alle durch die Bank, die Haut wird ganz glatt und, ja, und angenehm und man entspannt enorm. Das Magnesium führt also zur Muskelentspannung. Mhm. Nicht zum Erschlaffen, nee, zur Entspannung. Das heißt, Menschen mit einem Magnesiummangel haben zum Beispiel unruhige Muskeln, Augenlid zittern oder irgendein Muskel fängt an, plötzlich unkoordiniert mal ein kleiner Muskel zu zucken. Oder manche, der in der Nacht das Gefühl hat, dass er sich irgendwie bewegen muss, dass die, ja, Muskeln in den Beinen krampfen. Das ist ein klassischer Hinweis auf den Magnesiummangel. Ich fühle mich ertappt. Ich hoffe, ihr da draußen auch alle. Bei mir zuckt es über dem rechten Auge häufig. Ja, genau. Na toll, also ich brauche mehr. Das Magnesiummangel. Genau. Das war jetzt schon mal sehr interessant und ein großes Learning für mich gerade, ja, gewesen an der Stelle. Wirklich nochmal von unserer Seite. Jeder ist ein Individuum und jeder muss auch explizit einzeln betrachtet werden. Wie ist sein jetziger Status und was ist eine sinnvolle Supplementierung? Mhm. Und jetzt pauschal irgendwo Tabletten sich zu holen, Vitamin D3, ist nicht zielführend. Nehmt euch die Zeit, schaut über den Tellerrand und guckt, was wirklich mit der Kombination zu K2 und Magnesium für euch am besten umsetzbar ist, auch im Alltag. Mhm. Dazu noch ein bisschen was, also nochmal eine wichtige Sache, weil wenn man sich mit Vitamin D beschäftigt, wenn Sie sich mit Vitamin D beschäftigen werden, werden Sie, wenn Sie Ärzte fragen, stellen die Aussage, kommt Vorsicht vor Vitamin D. Vitamin D ist giftig, wird teilweise behauptet, oder da wird sofort das Thema Überdosierung in den Ring geworfen. Prinzipiell ist das richtig, man kann sich mit allem überdosieren. Aber jedem einem Menschen, der einen Mangel hat, vor der Überdosierung zu warnen, ist ähnlich wie wenn ich in der Wüste einen Verdurstenden finde und er bittet mich darum, gib mir Wasser. Ich sage, Vorsicht, mit Wasser kann man sich auch überdosieren, bei 5 Liter Wasser, wenn man die so mit einmal trinkt, stirbt man sofort, das ist nachgewiesen. Mhm. Ich lasse das mal lieber, ich gebe dir kein Wasser, weil du könntest ja überdosieren. Mhm. Dann wird das klar. Jemand, der einen Mangel hat, den vor der Überdosierung zu warnen, ist eigentlich ein Fehl. Therapie. Ja. Ja. Also Vitamin D hat ein breites therapeutisches Spektrum. Das heißt, wenn Sie dort eine Überdosierung bekommen, dann müssen Sie eine Menge falsch machen. Mhm. Sie können mit den normalen Dosen, mit den normalen Einnahmeempfehlungen, gibt es keine Überdosierung. Es gibt noch Fehleinnahmen, weil man das Magnesium nicht einnimmt oder das K2. Mhm. Dann kann es zu Fehldeutungen im Körper kommen. Aber bei der richtigen Einnahme kommen Sie nicht in eine Überdosierung. Ja. Es gibt auch Berichte von Überdosierungen, da haben Patienten die Nullen an den Vitamin D-Dosierungen ein bisschen verwechselt. Ja, da sollte man, also er sollte da 10.000 Einheiten einnehmen täglich und hat das 1 Million Einheiten täglich genommen. Und daran hat man dann gesehen, was passiert. Ja? Der Spiegel steigt und steigt und bis zum Vitamin D-Spiegel von 150 Nanogramm. Passiert gar nichts. Ich habe das selber auch probiert, bin weit über 150 gewesen. Irgendwann kommt dann das Gefühl, dass das Herz stärker schlägt. Das ist ein Zeichen, dass man Vitamin D an der Obergrenze angelangt ist. Würde ich auch nicht empfehlen, das zu testen. Aber ich will nur diejenigen einfach beruhigen, die Angst haben, ja, kann ich da sterben, einen hohen, ja, Vitamin D-Spiegel. Wenn man das alles ignoriert und trotzdem weiter sich da Millionen Einheiten zuführt, dann ist das eine Gefahr. Ich will aber auch gleichzeitig sagen, es gibt in anderen Ländern, Brasilien zum Beispiel, große wissenschaftliche Untersuchungen. Ein Arzt, Dr. Coimbra, hat sich da seinen Namen gemacht, der also Patienten mit Multiple Sklerose zum Beispiel behandelt unter einem, mit Vitamin D-Dosierungen. Da geht es in den Bereich 500.000 Einheiten bis zu 1 Million Einheiten am Tag. Das heißt also, es funktioniert auch. Dort ist es aber so, dass man dort bestimmte Blutspiegel ein bisschen im Blick haben muss, das Calcium zum Beispiel oder das Parathormon, nur weil Sie es gehört haben. Also grundsätzlich eine Hochdosistherapie mit Vitamin D ist nicht gefährlich, ist nicht irgendwie tödlich, sondern das gehört in ärztliche Hand. Mhm. Und Hochdosistherapien fangen für uns an über 100.000 Einheiten pro Tag. Alles, was bis 20.000, 30.000 Einheiten pro Tag stattfindet, ist keine Hochdosistherapie, sondern aus unserer Sicht eine Normaltherapie, wenn wir wissen, dass der Mensch in Äquatornähe, wenn er nackt in der Sonne wäre, am Tag bis zu 20.000 Einheiten aufnehmen kann. Okay. Auch dazu noch was, man hat Untersuchungen an Naturvölkern gemacht, weil die Frage ist immer, was ist ein normaler Spiegel? An Naturvölkern gemacht und an den Maasai zum Beispiel, und da sind Blutspiegel zwischen 60 und 100 Nanogramm pro Milliliter festgestellt worden. So, wenn die das haben, ohne dass sie Vitamin D einnehmen, da könnte man ja sagen, okay, das ist normal. Dann hat man Untersuchungen an der deutschen Bevölkerung gemacht, das Robert-Koch-Institut, kann jeder auch nachlesen, ist offiziell auf der Seite drauf.
dass also 50% der Menschen einen Vitamin D-Wert unter 20 haben, das ist ein schwerer Mangel, ja. Und weitere 40% der Menschen einen Vitamin D-Wert unter 30 haben. Wenn man das zusammenrechnet, haben 90% der Menschen einen schweren bis mittleren Vitamin D-Mangel, wenn wir als Normalwert 60 bis 100 ansehen. Mhm. Wir haben bisher bei den vielen 100 Messungen, die wir in der Praxis machen, einen einzigen Menschen, der ohne Vitamin D-Einnahme einen normalen Blutspiegel von 75 Nanogramm pro Milliliter hatte. Das war ein Typ, der mit einem Muskel-T-Shirt reinkam, ja, so ein Kerl, ja, und der ist Straßenarbeiter, der ist den ganzen Tag draußen, ja. Hat auch eine Glatze. Und da hat praktisch eine große Fläche, die er der Sonne darbietet. Und er sagt mir auch ganz überzeugt, ich bin immer oben ohne, den ganzen Sommer draußen, den ganzen Tag auf der Straße. Und der geht's auch blendend, der hat nichts. Ja? Das ist so für mich ein prägnantes Beispiel, dass man auch ohne Vitamin D nur mit der Sonne auf einen vernünftigen Wert von ca. 70 Nanogramm kommen kann. Auch da noch ein letztes Wort. Es gibt die Maße eine Nanogramm pro Milliliter. Mhm. Und Millimol pro Liter. Ja. Das sind zwei Maßeinheiten, die nicht exakt gleich sind, sondern die mit dem Faktor 2,5 verglichen werden. Das heißt, wenn Sie sich beim Arzt Ihren Vitamin D-Spiegel prüfen lassen, der Arzt sagt, nur, der ist ganz gut, lassen Sie sich bitte die Zahl geben und lassen Sie sich auch die Maßeinheit dahinter geben, weil dann erst ist es auswertbar und vergleichbar. Ja. Wenn man nur einen Zahlenwert sagt, ich habe einen Wert von 50, dann ist das nicht aussagekräftig. Wenn das 50 Millimol sind, dann ist das ein schwerer Mangel. Mhm. Weil das sind entsprechend ca. 20 Nanogramm. Mhm. Ist das ein Wert von 50 Nanogramm? Ist das okay? Das ist gut. Das ist am unteren Rand dessen, was optimal ist. Optimal bezeichnen wir als optimal bezeichnen wir Spiegel zwischen 30 bis 100. Mhm. Wobei das vergleichbar wie mit dem Ölmessstab im Auto ist. 30 ist unten Minimum, mhm. Das heißt, dort waren wir gar nicht drunter und keiner fährt eine große Urlaubsreise mit dem Auto los und sagt, das reicht, wenn wir auf minimal stützen. Mhm. Sondern wir füllen nochmal so auf, am besten bis maximal. Maximal wäre 100 und dann ist der Körper ausgestattet und kann auch eine ganze Zeit und eine ganze Menge an Belastungen aushalten. Und gerade wenn wir Operationen machen, wir operieren sehr viel Implantate, ja. Auch Keramikimplantate, vor allem dort ist es wichtig, weil Keramikimplantate wachsen nur in gesunden Knochen ein. Ja. Wenn wir also Patienten wegen der Operation, damit sie das gut überstehen, vorher den Vitamin D-Spiegel hochfahren, kommen die Patienten regelmäßig und berichten über wundersame Heilungen. Das sind aber keine Wunderheilungen, sondern wenn man das Hormon, was einem fehlt, wieder gibt, ja. Dann geht plötzlich alles viel besser. Ja. Ja? Und sei es die Kopfschmerzen, die weniger werden, sei es die Muskelschmerzen, sei es die Gelenkmüdigkeit, sei es das, wenn jemand sagt, oh, früh brauche ich eine halbe Stunde, bis ich nach dem Aufstehen erstmal alles gerade gerückt habe. Und sehr viele Patienten, die haben das verloren, die sagen, ich stehe auf und bin fit, wie sie sind. Ja, also, jetzt kommen wir noch mal kurz darauf zurück, was ich erzählt habe, dass ich morgens mein Vitamin D reinnehme. Ja. Das finden Sie erstmal in Ordnung? Prinzipiell, da Vitamin D immunanregend ist, macht es Sinn, das nicht abends zu nehmen, wo man ja ein bisschen zur Ruhe kommen will. Und wenn man auch schlafen will, sondern das morgens zu nehmen. Viele Patienten berichten, dass sie mit der Einnahme dann auch fitter und wacher sind. Eins der Ausnahmen, Schichtarbeiter, die also auch nachts arbeiten, dort empfehlen wir dann in der Nachtschicht auch das bevor sie in die Nachtschicht gehen, also abends zu nehmen. Und die sagen, mir geht es einfach besser, ich kann besser schlafen, der Schlafrhythmus wird anders eingestellt und man ist einfach auch klar und wach und fit. Super. Sehr schön. Also jetzt nochmal als kurze Zusammenfassung, fallen Sie mir gerne ins Wort, wenn ich es in meiner Leidenssprache falsch mache, so ungefähr. Wenn ihr gut versorgt sein wollt, erstens ihr checkt ab, wie euer Status ist. Danach kriegt ihr eine individuelle Anpassung. Wenn jemand sehr niedrig ist, kann es natürlich auch sein, dass man so eine kurze Kur, sag ich mal, macht, meinetwegen von 10 Tagen, um erstmal auf ein gewisses Niveau zu kommen und dann kriegt man seine Alltagseintaktung. Meine persönliche ist einfach, da bin ich jetzt auch ehrlich, dieses Video wird jetzt gerade in Corona-Zeiten aufgenommen. Auch mit meiner Firma ist das für mich eine Herausforderung, auch eine mentale Herausforderung. Und ich nehme zurzeit morgens 25.000 Einheiten und das mache ich zurzeit jeden Tag. Ich fühle mich damit sehr gut, sehr wach, einfach auch sehr bei der Sache, einfach mental konzentriert zu sein. Und es ist für mich in meinem Alltag eine große Unterstützung. Ja. Das muss nicht für jeden das Richtige sein. Kombiniert ist das bei mir auch immer mit K2, damit es überhaupt an der richtigen Schnittstelle ankommen kann, das ganze Spiel. Und abends ist mein
Schlummergetränk so ungefähr, das Magnesium. Weil es ein bisschen entspannend wirkt, ja. Deswegen abends. Man kann das auch morgens nehmen, das ist nicht falsch. Ja. Das, aber es macht Sinn, wenn das schon ein bisschen entspannend wirkt, dann nimmt man es auch besser abends, dann kann man auch besser schlafen. Also für mich ist es auch so, wenn ich gerade auch eine Trainingseinheit am Tag hatte, ist es für den Muskel für mich so ein bisschen auch vom Kopf her vielleicht so eine Sache, hey, da unterstütze ich meinen Muskel bei der Regeneration. Richtig. So ein bisschen. Aber den Tipp mit diesem Vollbad fand ich jetzt gerade wirklich mega, weil auch viele von euch im Alltag meistens vielleicht müde auf die Füße sind, was nochmal so ein Impuls ist, Mensch, jetzt mache ich mal ein schönes Fußbad. Da habe ich noch einen Tipp zu dem Vollbad und Fußbad. Man kann ja Magnesium für diese Vollbäder kaufen, das ist gar nicht, also das ist ziemlich kostenintensiv. Okay. Ja, und da muss man für ein Vollbad manchmal 7 bis 15 Euro rechnen. Okay. Ja, weil natürlich die Industrie auch weiß, dass da ein Bedarf da ist, dann können wir den Preis anheben. Und eine Mitarbeiterin von mir, die berichtete mir, dass sie das gleiche Magnesiumsalz im Pferdeversand bekommt. Ich kenne mich mit Pferden nicht aus, aber ich weiß, irgendwie wird das bei Pferden auch benötigt, für was auch immer, Magnesiumchloridsalz. Und da gibt es das 5 Kilo Eimerchen für 15 Euro. Ja, wohingegen sonst ein Vollbad 10, 12 Euro kostet. Und das nimmt man ja nicht auf. Es ist praktisch gut anwendbar. Und da sollte man auch mit Magnesium nicht sparen. Der Körper kann über die Haut nur so viel aufnehmen, wie er braucht. Man kann es nicht überdosieren. Und das ist der Unterschied zum Trinken oder zum Aufnehmen. Wenn Sie zu viel Magnesium aufnehmen, bekommen Sie einen dünnen Stuhlgang. Okay. So machen es übrigens die Profis auch. Wie testen Sie aus, wie viel Magnesium ich brauche? Sie nehmen so viel Magnesium, bis es dünn wird. Und dann reduzieren Sie die Dosis, bis wieder alles normal ist. Und dann wissen Sie Ihren individuellen Magnesiumbedarf. Okay. So wäre eine Möglichkeit. Daran zu gehen. Genau. Wir sind alle unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich groß. Wir haben unterschiedliches Geschlecht. Wir sind unterschiedlich alt. Jeder hat auch gerade von der Darmtätigkeit ein anderes Potenzial, was natürlich auch mit eurer Bewegung und Ernährung im klassischen Sinne zu tun hat. Wie gut euer Darm einfach für euch aktiv ist und wie gut er auch die Dinge resorbieren kann, aufnehmen kann für euren Körper. Deswegen, es ist immer ein Baustein, den wir euch hier mitgeben. Ich würde noch kurz dazwischen reden, weil das 25.000 täglich, das muss man kommentieren. Sehr gerne. Also rein vom, so als grobe Richtlinie, wenn man einen Menschen mit 70 Kilo ansetzt, etwa als Durchschnittsgewicht, dann sollte der ca. 5000 Einheiten pro Tag nehmen, um seinen Spiegel zu halten. Mhm. Dann geht er nicht runter und nicht hoch. Habe ich einen Ausgangswert von 20 und nehme 5000 Einheiten, wird er nur unwesentlich nach oben gehen. Mhm. Aber geht auch nicht nach unten. Mhm. Deswegen gibt es in der Vitamin D-Therapie eine sogenannte Auffülltherapie, wo man also den leeren Speicher, den leeren Tank auffüllt. Und da kann man Dosierungen von 20.000, 25.000 Einheiten, teilweise noch höher, wir gehen bis zu 100.000 Einheiten pro Tag. Habe ich auch selber viel lange Zeit genommen, also ich weiß, was ich da erzähle. Aber das nur für eine begrenzte Zeit. Richtig. Nur ums Auffüllen. Und dann sollte man auf seinen Normwert oder auf seinen Wert, der dem Körpergewicht entsprechend ist, wieder zurückgehen. Mhm. Und das kann bei 70 Kilo ca. 5.000 Einheiten sein. Das kann bei 130 Kilo auch 15.000 Einheiten sein. So als ganz grober Richtwert der Menge der Dosierung. Es ist so, auch bei Kindern, wie viel gebe ich meinem kleinen Kind? Pro 10 Kilogramm Körpergewicht etwa 1.000 Einheiten. Das heißt, der 130 Kilo Mann braucht 13.000 Einheiten und die 45 Kilo Frau braucht ca. 4.000 bis 5.000 Einheiten. Und wenn der oder diejenige 1.000 Einheiten mehr einnimmt, passiert auch nichts. Ja, also nur der Spiegel geht ein kleines bisschen schneller hoch. Aber es ist keine Überdosierung, also keine Angst vor Überdosierung in diesem Bereich. Wenn Sie Hochdosistherapie, wie Sie es machen, durchführen, sollte man aber vorher mal den Blutspiegel messen, um einfach ein bisschen Gefühl zu bekommen, komme ich ganz tief aus dem Keller und muss das dementsprechend lange führen oder habe ich vielleicht schon einen guten Spiegel von 40 oder 50 und muss nur ein bisschen das höher fahren. Also sinnvoll ist es, wenn man es medizinisch, wissenschaftlich korrekt macht, einen Bluttest, um den Wert im Blut festzustellen. Und viele fragen dann, wie viel muss ich nehmen? Ich sage dann immer, das geht nicht um die Menge, sondern es geht um deinen Blutspiegel. Mhm. Nimm so viel, dass dein Blutspiegel im optimalen Bereich zwischen 50 und 100 liegt, Nanogramm. Mhm. Und dann kommt es darauf an, wie gewichtig du bist. Dementsprechend brauchst du unterschiedlich viel. Und es gibt auch gute Bücher darüber. Einen Tipp kann ich geben: Erfolge mit der Vitamin D-Therapie heißt, das ist ein gelbes Büchlein zu kaufen. Dort werden auch Tabellen, Formeln weitergegeben, wo man sich selbst auch errechnen kann, wie viel Vitamin D man braucht. Aber so als grober Richter: 70 Kilo Körpergewicht, etwa 5000 bis 7000 Einheiten pro Tag. Kann man absolut nichts falsch machen. Super. Ja. Perfekt. Gut.
Gut, dann noch zum K2, wir haben das schon angesprochen. K2-Dosierung, das gibt es auch meist in Tröpfchenform. Ja. Der Erwachsene, durchschnittliche Erwachsene, braucht etwa 200 Mikrogramm. Meistens sind die Tropfflaschen, da ist ein Tropfen häufig 50 Mikrogramm oder 20, da muss man gucken. Und dann muss man entsprechend die Tropfen dosieren. Auch zum Vitamin D nochmal meine Empfehlung, das in Öltropfenform zu nehmen. Und das am besten auf dem Löffel oder direkt in den Mund zu geben und dann nicht zu schlucken, sondern über die Mundschleimhaut, über die Zungenschleimhaut zu verteilen. Wir wissen, dass die Schleimhaut im Mund sehr durchlässig ist und dass dort vieles sofort ins Blut geht und nicht erst über den Weg des Magens, des Darms, dann irgendwann geht es ins Blut, geht in die Leber, ja, und wird möglicherweise schon wieder abgebaut oder wird im Darm festgehalten, weil der Darm durch Fehlernährung gar nicht so richtig aufnehmen kann. Mhm. Also der sicherste Weg ist, das in den Mund zu nehmen und dort eine Minute im Mund zu verreiben und dann ist es weh weg. Super. Sehr gut. Ja. Auch noch eine Frage würde ich vorne weggreifen. Nun wird mancher Zuschauer dann sagen, okay, kein Problem, dann gehe ich jetzt in die Apotheke und hole mir Vitamin D und K2 und Magnesium. Die Apotheke ist nicht der Spezialist für Vitamine. Die Apotheke ist der Spezialist für Medikamente. Das heißt, wenn Sie in die Apotheke gehen, sind Sie nicht beim Experten für Vitamine. Es gibt sicher Apotheken, die sich da ein bisschen auch stark machen oder ein bisschen mehr Angebot haben. Aber üblicherweise sind die hochwertigen Vitamine nicht in der Apotheke zu bekommen, soweit ich das in unserem Umkreis gesehen habe. Leider ist dann nur die Möglichkeit, das über das Internet zu machen. Da gibt es das gute Internet, Vitaminversandhändler, da kann jeder selber finden oder vielleicht auch hier einen Tipp bekommen. Ich möchte da jetzt keine Firma hier hervorheben. Genau. Wichtig ist, wenn Sie sich selber Vitamin D bestellen, achten Sie darauf, dass es in Ölform ist, dass keine zusätzlichen Stoffe drin sind, die möglicherweise zum Beispiel auch Allergien haben, auslösen können. Mhm. Das nennt man Hypoallergen. Okay. Wenn das Hypoallergen ist, sind keine Zusatzstoffe drin. Preislich, wenn jemand im Internet gut dabei ist, da findet er Angebote über Amazon, habe ich mal gesehen, da gibt es eine Flasche, die reicht 2 Jahre, 15 Euro. Okay. Da sind wir bei 1,5 Cent pro Tag etwa. Ja, beim K2 ist es ähnlich. Ja. Ich bin jetzt nicht derjenige, der nach dem günstigsten Produkt sucht. Es gibt Produkte, die sind einfach dann mal 5 oder 10 Euro günstiger. Man muss aber sich nicht durch Amazon bis Amerika durchfitzen, sondern hat dann auch Vitaminhändler hier irgendwo im Land oder vor Ort. Wichtig ist die Qualität des Vitamins. Ja. Darauf sollte man achten. Und wenn man mal bedenkt, dass man so mit so einer Tropfflasche zwischen einem halben und einem Jahr hinkommt, ja, und dann überlegt, das eine kostet 35, andere 32, muss man sich mal ausrechnen, was das pro Tag ausmacht. Wichtig ist, dass man überhaupt ein gutes Vitamin D und nicht, das ist meine persönliche Erfahrung, nicht das Dekristol aus der Apotheke. Das muss ich auch noch mit anbinden. Warum nicht? Das Dekristol ist eine Darreichungsform, wo Erdnussöl enthalten ist. Also das Vitamin D ist fettlösig, das muss in irgendeinem Öl gelöst werden, dort ist Erdnussöl. Erdnussöl ist ein allergenes Öl, nicht umsonst steht auf allen möglichen Nahrungsmitteln keine Spuren von Erdnüssen enthalten. Und ein Teil der Bevölkerung hat eine Erdnussallergie und wird damit das Vitamin D nicht vertragen. Und gleichzeitig ist die Kapsel, wo es eingepackt ist, Schweinegelatine. Nicht jeder Veganer mag Schweinegelatine. Das heißt also, alle, die ein bisschen auf ihre Ernährung gucken, dann sagen, das ist ja nicht gerade das Optimum. Deswegen ist aus unserer Sicht das Vitamin D aus der Apotheke nicht das geeignete, ist aber das einzige, was der Arzt verschreiben kann. Okay. Ja, und Vitamine und Mineralstoffe sind Nährstoffe. Viele Patienten fragen, kann ich das auf Kasse bekommen? Die Kasse bezahlt keine Vitamine, sondern das ist Eigenverantwortung, das muss man selber bezahlen. Aber wie gesagt, sie kommen mit Kosten, monatlichen Kosten von 10 bis 20 Euro etwa für K2, Vitamin D und Magnesium hin. Noch günstiger gesund bleiben ist schwierig. Ich glaube, deswegen hat auch die Pharmazie so wenig Interesse an dem ganzen Thema, weil man nie ausreichend verdienen kann. Also als kleine Schlagzahl, 1 Euro am Tag, um euch in einer ordentlichen Kombination mit Vitamin D3 zu versorgen und den Positionen, die drumherum dazugehören, eben K2 und Magnesium, besser geht eigentlich fast nie. Wichtig ist von unserer Seite zu sagen, vorher abchecken, wo ist euer Status gerade, nie pauschal losrennen, auch wenn ihr jetzt getriggert seid und sagt, Mensch, ich fühle mich mit vielen Punkten angesprochen. Ja. Ihr könnt euch sehr gerne an uns hier im Studio wenden. Wir können euch beraten dazu. Wir werden euch auch Empfehlungen geben. Es gibt
mehr als ein qualitativ hochwertiges Produkt am Markt. Und da wir jetzt von niemandem in der Richtung hier gesponsert werden, möchten wir jetzt auch in der Form des Videos hier keine Werbung in irgendeine Richtung machen, sondern wir machen nur Empfehlungen, wenn auch wirklich die entsprechende Beratung dazu stattfinden kann. Mhm. Meine Kärtchen sind jetzt gerade abgearbeitet. Ja. Haben Sie noch was auf dem Herzen, wo Sie sagen, das würde ich gerne noch loswerden zu dem Thema? Ja, also zuletzt gesagt noch. Ja. Ich finde also einmal, ein bisschen habe ich schon mal angesprochen, es gibt einmal die Therapie, dass man wirklich den Spiegel misst, ausrechnet, wie viel Vitamin D man einnimmt und das dann auch nachprüft. Das ist Medizinwissenschaft. Es gibt aber auch noch die andere Möglichkeit, dass man sagt, okay, so genau mache ich es nicht, sondern ich nehme täglich zwischen 5 bis 10.000 Einheiten, ohne zu messen. Damit macht man keine Überdosierung. Und nimmt das mehr oder weniger ganzjährig und nur an dem Tag, wo man in der Sonne ist und nach den Kriterien, die wir es vorhin genannt haben, würde ich auch Haut in der Sonne zeigen, dort würde man es weglassen. Das heißt, also ich nehme Vitamin D ganzjährig, meine Familie nimmt Vitamin D ganzjährig, unsere Mitarbeiterinnen nehmen alle Vitamin D ganzjährig, wir haben seit Jahren keine grippalen Infekte mehr, übrigens der Krankenstand ist bei null. Bei uns perfekt. In der Praxis. Sicher spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle, aber das Vitamin D merke ich, ist ein großer Einflussfaktor. Eins fällt mir noch zum Abschluss ein, auch ein wichtiges Thema, Vitamin D-Mangel verhindert Fruchtbarkeit. Umgekehrt, Vitamin D-Zufuhr macht plötzlich fruchtbar. Vorsicht. Obacht! Ja, also ich weiß auch, dass es nicht das Vitamin D die Ursache ist, ja, aber auch dort wieder evolutionsbiologisch, es machte keinen Sinn, meine Frau im November früher, also wo wir noch alle im Urwald gelebt haben, im kalten Winter, schwanger wurde, weil sie hat es nicht geschafft, den Winter zu durchstehen und noch ein Baby im Bauch heranzutragen. Das löste sich evolutionsbiologisch einfach, da ging das wieder ab. Sie wurde gar nicht schwanger. Fruchtbar. Denken wir heute dran, wie viele junge Paare versuchen, fruchtbar zu werden, also schwanger zu werden. Das ist bei den jungen Männern genau das Gleiche. Auch die sind dann nicht fruchtbar. Ja, und wenn zwei, die wenig fruchtbar sind, dann zu einer künstlichen Befruchtung entschließen, dann dauert es auch lange. Das ist schwierig. Einfacher ist es, dann haben wir bei vier Mitarbeitern erlebt, einen Monat wieder mit der eingenommen, plötzlich wurden sie schwanger, weil manche von uns, also von unseren Mitarbeitern, da schon seit 10 oder 15 Jahren das versucht hat. Es sind wahnsinnig viele Impulse und ein Thema, was fast unerschöpflich ist, was unseren ganzen Körper betrifft. Ich möchte mich an dieser Stelle von Herzen bedanken für die viele Zeit, für diesen wahnsinnig wertigen Input, den Sie uns gegeben haben, wo sich bestimmt jeder an irgendeiner Stelle abgeholt fühlt. Vielen Dank an euch da draußen, wenn ihr das Video bis zu Ende geschaut habt. Es wird euch in vielen Dingen bestimmt immer mal wieder hoch aufploppen, wenn ihr euch in Lebenssituationen wiederfindet, die wir jetzt gerade hier angesprochen haben. Seid mutig, checkt das ab, damit ihr den Punkt mit einem Häkchen begegnen könnt, dass er einfach tipptopp bei euch im Körper ist. Und dann könnt ihr euch auch anderen Dingen widmen, wo ihr sagt, Mensch, vielleicht, dass ich meine Ziele näher erreiche, liegt noch an anderen Baustellen. Aber ich kann mir sicher sein, an Vitamin D liegt es nicht. Genau, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Wenn ihr Fragen oder Themen habt, die wir angesprochen haben, wo ihr sagt, oh, das betrifft mich, ich hätte gerne tiefergehende Informationen, bitte entweder direkt an uns über unsere Internetseite uns kontaktieren oder ihr stellt eure Fragen ganz mutig hier unter dem Video und wir würden natürlich datenschutzkonform dann auf euch drauf zukommen, damit wir das genauer bereden können. Genau, vielen, vielen Dank für die Zeit, für dieses tolle Video. Es waren auch für mich einige Impulse dabei, die ich nicht wusste, wo ich jetzt nochmal genauer mit mir selber arbeiten kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, bleibt in Bewegung, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao. Alles Gute.